Pass mal auf, Baby Kasper. Es ist immer das Gleiche. Ich habe es schon mal hier gesagt. Ich habe eigentlich gute Laune heute, was ja selten ist für meine Fälle. Aber ich hasse diesen Anfang, in diesen Podcast reinzukommen. Deswegen, ich muss mich erst auf Betriebstemperatur reden, sprechen, laufen lassen. Wie geht es dir? Thomas Freitag, du hast recht. Ich hasse diesen Anfang auch. Mhm. Schon wenn ich hierher fahre, denke ich an diesen Anfang. Wie steigen wir in diesen Podcast ein? Ja, die Formulierung, die Begrüßung. Der Hallo, liebe Leute, wie geht's euch? Na, hier sind wir wieder, die zwei netten Jungs aus dem Schlafzimmer vor dem großen Kleiderschrank. Aber es ist schon wieder der beste Witz. Wir haben ja immer als Unterlage meine Kommode genommen, also in meinen kleinen Nachtschrank, ne? Was wirklich auch total wackelig war und man konnte die Beine ja gar nicht unter die Kommode stecken, geht ja gar nicht, weil das ist ja ein Schrank. Es war ganz umständlich, irgendwie eine bequeme Redeposition zu finden. Und er hatte jetzt letztens Geburtstag und es war ja über ein halbes Jahr hier Chaos. Aber Geburtstag ist immer der Vorteil, da muss ich aufräumen, weil ich mir die ganze Bude mit Leuten volllade. Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl. Und jetzt ist mir plötzlich aufgefallen, ich habe hier einen kleinen Tisch auf dem Balkon. Jetzt frage ich mich gerade so, was stand oder wie zugemüllt war der Tisch, dass du ihn nicht mehr gesehen hast? Der war nicht mal zugemüllt, der war einfach nur keimig und vom Winter ein bisschen verwittert. Ach, und deswegen hast du ihn nicht mehr gesehen, als Tisch wahrgenommen? Ich habe ihn nicht wahrgenommen, weil ich immer wusste, der ist eklig, den fasse ich nicht an. Und als ich jetzt gerade auf dem Balkon war, ich hatte ihn ja auch vorher sauber gemacht, dachte ich so, stimmt, wir haben ja diesen Tisch. Und jetzt steht dieser Tisch hier im Schlafzimmer und es ist viel praktischer und bequemer. Weißt du, warum das so war? Die Sonne hat ja vorhin ganz kurz geschienen, für 3 Sekunden. Und genau, da hat wahrscheinlich der Tisch so zurückgeblendet. Richtig, und da ist er mir so ins Auge gefallen. Ja. Also er hat so mein rechtes Auge fast blind gemacht. Weil du ihn geputzt hast. Weil ich ihn geputzt habe. Es ist nämlich so ein kleiner Glastisch, den mir auch eine Freundin geschenkt hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Weißt du, warum kriegst du sowas geschenkt? Ich bin so ein bisschen so eine Müllabladefläche. Ach so, ich dachte schon, es war ein Rotz- und Wasser-Fan, der dir Möbel schenkt. Sie hört Rotz und Wasser, aber ich glaube, sie ist Fan von mir als Freund, als guter platonischer also Freund. Also mich mag sie gar nicht. Doch, ich glaube, ich finde sie witzig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie dir auch einen Tisch schenken würde. Du brauchst ja keinen Namen nennen, kenne ich die Person. Ja, die kennst du. Sie findet mich witzig. Ich glaube, sie findet dich witzig, ja. Schenkst du mir einen Tisch? Sie hat ja keinen mehr, der hat es ja mir geschenkt. Hört sie zu, meinst du? Sie hört den Podcast? Jetzt gerade? Na, jetzt gerade nicht, jetzt nehmen wir ihn ja noch auf. Genau, aber sie hört diesen, das ist auch wieder eine lustige Geschichte. Die Hörer wissen ja, wir haben ja 2 Podcasts. Wir sind ja so eine Tausendsassas, dass wir jede Woche einen Podcast raushauen. Total krank. Ja, richtig krank. Jeder Mensch sagt, irgendwie seid ihr bekloppt. Und lustigerweise, weil ja unser 3-Fragezeichen-Podcast, die Zentrale, da bin ja ich die treibende Kraft, da will ich immer so viele Folgen wie möglich auf Tasche haben. Falls mal irgendwas ist, du wirst krank, Olli geht ins Krankenhaus, ich krieg wieder einen Anfall und bin 8 Wochen wegen Depressionen krankgeschrieben. Das ist aber sehr persönlich, was ich hier gerade sage. Und dann will ich aber trotzdem genügend zentrale Folgen gespeichert haben, damit die Hörer nicht im Verzug kommen. Nee, dass ich nicht im Verzug komme und die Hörer immer wieder... Hilf mir doch mal. Dass die Hörer immer weiterhören können, ja, dass sie keine Pause haben, dass sie stetig unter Strom stehen, weil sie die Zentrale hören können. Ja, genau. Warum wollte ich das jetzt eigentlich gerade erzählen? Weiß ich nicht, du wolltest sagen, und das interessiert dich alles bei Rotz und Wasser nicht, oder ich weiß nicht, was du damit sagen wolltest. Warum bin ich die treibende Kraft hinter Zentrale? Ja, weil ich immer genug auf Tasche haben will. Genau, stimmt. Und wir hatten noch so vorletzte Woche so eine Hitzewelle hier in Berlin. Und da hat mich die Tischschenk-Freundin gefragt, na, was ist deine Strategie gegen die Hitze? Und da habe ich gesagt, naja, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Na, wenigstens Rotz und Wasser, hat sie dann gefragt. Und habe ich gesagt, nein, Zentrale. Und dann hat sie gesagt, na, Zentrale habt ihr doch schon so viele Folgen, macht mal lieber mehr Rotz und Wasser. Finde ich in Ordnung. Ich weiß, dass du das in Ordnung findest. Aber Rotz und Wasser, finde ich, ist ja großartig. Ist ein großartiger Podcast. Und da haben wir gar nichts auf Tasche. Also das Problem ist, wenn irgendjemand von uns krank wird, dann stehen wir da. Ja, dann sind wir richtig aufgeschmissen, weil das hier ist wirklich immer 5 vor Ultimo. Ich muss dazu sagen, eine Folge Zentrale ist sehr anstrengend aufzunehmen. Wirklich sehr anstrengend aufzunehmen, weil man muss die Notizen machen und... Man muss die Folge 2-3 Mal hören, ich zumindest. Ich auch. Also die 3-Fahrzeugen-Folge. Jedenfalls ist es sehr aufwendig. Mir persönlich macht es mehr Spaß, Rotz und Wasser aufzunehmen, aber ich weiß nicht warum. Wenn ich eine Folge Rotz und Wasser aufgenommen habe,
bin ich auch K.O. Ich bin richtig K.O. nach Rotz und Wasser. Ich könnte gar nicht 2-3 Folgen hintereinander aufnehmen. Das kann ich dir sagen, weil dein Hass, den du ja gegen mich hast, den musst du ja hier irgendwie raushauen und formulieren. Deswegen, weil das so schlimm bei dir ist, also das muss ja alles raus, deine Antipathie gegen mich, bist du halt nach so einer Folge einfach leer geredet. Aber eigentlich müsste es mir ja besser gehen, weil ich habe das ja alles rausgelassen. Also wie eine Therapieform. Ja gut, aber dann theoretisch müsstest du ja irgendwann mal auch leer geredet sein, was diesen Hass angeht und eigentlich dann total entspannt herkommen. Aber so ist ja nicht der Fall. Aber ich hasse dich doch nicht nur. Ja. Guck doch mal, wie oft ich dich auch privat besuche. Ja gut, eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, aber das höchste der Gefühle ist, dass wir, glaube ich, mal zusammen den neuen Marvel-Filme Kino gucken. Okay, aber man muss auch sagen, so viele Marvel-Filme, wie es inzwischen im Monat im Kino gibt, sehen wir uns doch mal ganz schön oft. Aber das ist doch toll, wir treffen uns zum Podcast und wir schauen uns einen Marvel-Film an. Und genau. Danach gehen wir nicht mal darüber oder machen was, weil ein Marvel-Film so lange geht und ich ins Bett muss. Richtig, so nach 3 Stunden ist man einfach kaputt, hier, wenn Thor seinen Hammer schwingt. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Wollen wir dieses komplizierte Thema jetzt schon verraten oder wollen wir erstmal im Programmpunkt Hausaufgaben hier aufräumen? Ich gehe ganz stark von aus, dass das Thema im Titel steht. Ja, weil du kannst es jetzt nicht fehlerfrei aufsagen, ne? Ich kann es nicht fehlerfrei aufsagen, aber du könntest es. Und ich würde sagen, du könntest doch jetzt schon einmal das Thema nennen. Also. Man muss dazu sagen, dass wir sehr lange gebraucht haben, um einen Titel zu finden. Weil wir einfach zu dämlich waren, so ein bisschen den Titel nicht zu kompliziert erscheinen zu lassen, aber auch nicht zu simpel. Ja, also ich glaube, wenn man es umschreiben würde, würde jeder verstehen, was wir meinen. Aber das irgendwie in einem Satz in Worte zu fassen, war sehr kompliziert. Aber wir waren letztens in Neukölln, waren wir lecker Köfte essen. Heißt es Köfte oder Köfte? Mein Vater hat immer Köfte gesagt. Köfte. Dann ist es falsch. Nee, das ist richtig. Nein, es heißt Köfte. Nee, hat er. Okay. Und wir waren in der Karl-Marx-Straße da, bei so einem großen Frühstückshaus, einen türkischen Imbiss und während ich mir für lächerliche 7,90 Euro einen riesigen Teller mit gegrillten Köfte reingezogen habe, ist uns dann endlich der Name für diesen Podcast heute eingefallen. Rotz und Wasser. Genau. Nein, den Titel natürlich dieser Folge. Ja, wie heißt denn das? Also jetzt? Pass auf, ich habe geschrieben, das heutige Thema heißt, kann bewahrte Kindlichkeit irgendwann peinlich sein? Klingt immer noch sehr kompliziert, aber okay, ich glaube, wir werden es treffen. Bevor wir damit aber anfangen, ich möchte noch mal sagen, darüber wäre eine Stunde sinniert. Genau, ich habe ungefähr 70 Köfte Teile gegessen und dann anwende ich den Titel. Das Ding ist aber, wir müssen trotzdem erst die Hausaufgaben abhandeln, weil das nämlich eine total super Überleitung dann zum Thema ist. Die Hausaufgabe. Ja, wir fangen mit der Hausaufgabe an, die du mir letztes Mal gegeben hast. Weil danach kommt ja dann meine Hausaufgabe und die ist ja dann super, also ich bin so ein super duper Typ, ich muss mir wieder selber auf die Schulter klopfen, wie ich das hier perfekt eingeschädelt habe. Oh Gott, kennst du es noch perfekt eingeschädelt? Kenne ich. Ich bin jetzt aber gespannt, was du jetzt zu deiner Hausaufgabe erzählen willst. Ich kürze das mal ab. Also, Benjamin, ihr müsst euch vorstellen, diese Idee für diesen Podcast ist ja schon mindestens 5 Jahre alt. Mindestens. Wir haben ja auch schon mal so einige kleine Gehversuche auf YouTube gehabt. Da hieß der Podcast noch Kasperwelten. Ich habe übrigens letztens die erste Folge davon gefunden und ich habe gedacht, vielleicht können wir ja dann zu Weihnachten nur so mal die hochladen, so als kleines Adventskalendertürchen. Ich muss sie mir auch nochmal anhören. Im Endeffekt ist sie eigentlich genauso langweilig wie die erste Folge von diesem Podcast, weil wir alle genau das erzählen, was wir hier auch erzählt haben, was wir früher alles gemacht haben, wie wir uns kennengelernt haben. Also ist das schon so ein Hass zu spüren zwischen uns? Nee, da waren wir, ich habe ja letztens reingehört, da war alles wieder so wie immer in der ersten Folge, so ein bisschen gesitteter, noch so ordentlich gesprochen, aufgepasst, dass man den anderen nicht beleidigt, weißt du? Und so spätestens nach der dritten, vierten Folge kippt es immer, dass so wirklich der Hass, der dann wieder kommt und wir eigentlich so ungeschönt miteinander reden. Dabei mag ich dich so. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, ja. Ich komme hier völlig durcheinander. Jetzt bin ich bei Kasperwelten. Wirklich. Deine Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe, die ich von dir bekommen habe, lautete. Ach, jetzt weiß ich es wieder, genau, wegen Kasperwelten. Ist der durcheinander. Ja, heute. Da wolltest du schon immer, dass wir jede Folge einen Musikwettbewerb machen. Also quasi, jeder bastelt sich zu Hause
mit Music Maker oder irgendeinem anderen tollen Programm ein Lied und dann sollen die Hörer abstimmen, welches Lied besser ist. Und du ich warst immer dagegen. Ja, weil ich immer gesagt habe, welche Hörer. So. Aber ich habe zu Baby gesagt, ich habe doch keine Lust, mich jede Woche oder alle zwei Wochen hinzusetzen und ein Lied zu machen. Und Baby, was bist du bloß für ein Mensch? Gib dir doch einmal Mühe, gib doch mal die 100 Euro so, für Music Maker so aus. Rede ich doch gar nicht privat mit dir. Niemals. Ich lobe dich immer nur. Genau, das sagt Thomas, ich kann das verstehen, aber du bist so ein kreativer, toller Kopf. Nein. So. Und jetzt hat er mich ja überlistet. Ja. Ne, indem er mir jetzt diese Hausaufgabe gestellt hat, war ich ja gezwungen. Und er ist mir sogar noch entgegengekommen und hat die Musik vorgefertigt. Also laut deiner Aussage waren es irgendwie 6 Stunden. Ja, es hat wirklich lange gedauert. Wo ich auch denke, du heulst drum, wie viel Arbeit diese beiden Podcasts machen, nimmst dir aber 6 Stunden Zeit für diese Hausaufgabe. Also das ist jetzt respektvoll gemeint. Weil du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Du hast gerade schon gemerkt, wie ich Luft geholt habe, oder? Wie natürlich. Ich gerade loslegen wollte. Wie gerade loslegen. Ja. Nein, ich finde das ja trotzdem nett. So, er hat jetzt ungefähr 4 Wochen Zeit. Ja, ihr wisst ja die von Benjamin aufgestellte Regel, wer nicht seine Hausaufgabe macht, der wird furchtbar ausgepeitscht und muss 20 Euro in Benjamins Schlüpfer stecken. Ist auch egal, wenn er die Hausaufgabe nicht macht, muss ich 20 Euro zahlen. Egal. Wann habe ich es denn gemacht? Kann ich gar nicht mehr ersehen. Ich glaube, vor 3 Stunden. Wie, du hast die Hausaufgabe gemacht? Natürlich habe ich die Hausaufgabe gemacht. Meinst du, ich will mir hier... Du hast mir gesagt, du schaffst die Hausaufgabe nicht. Ja, hör sie dir erst mal an. Okay, pass auf. Ich musste ja heute ewig wieder auf dich warten. Weil eigentlich dachte ich, du kommst heute schon um 14 Uhr. Eigentlich bin ich auch heute Abend verabredet gewesen. Kann ich jetzt vergessen. Ist nicht schlimm. Heute ist Podcast-Aufnahme, da kann man sich nicht verabreden. Wie gesagt, ich lasse mir irgendwann auf den Arm tätowieren. Alles für den Podcast. Ich überlege wirklich, ob das... Also wenn der Podcast erfolgreich werden sollte und ich damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich weiß zwar nicht wie, weil alles umsonst. Ich kenne auch niemanden, der vom Podcast allein leben kann. Also ich glaube, Jan Böhmermann und Olli Schulz können auch nicht davon leben. Aber wenn es so sein sollte, verspreche ich den Hörern, okay, sie haben davon nichts. Wieso? Das ist doch, da wäre ich mit dabei. Dann machen wir uns tätowieren, alles für den Podcast. Genau, und wir lassen uns dabei filmen und stellen das online. Und die Einnahmen von den Klicks gehen an einen guten Zweck. Nämlich an unsere Podcast-Kasse. Was wir jetzt gesagt haben, ist schon heftig krass. Heftig krass. Die Frage ist, welche Summe müssten wir mit dem Podcast verdienen, dass wir uns das auf den Arm tätowieren? Also für unsere Verhältnisse wäre, glaube ich, schon 10 Euro viel. Gut, für 10 Euro lasse ich mir das. Okay, du kannst das für 10 Euro alles für den Podcast auf den Arm tätowieren lassen. Nein. Bei mir müssen es schon jeden Monat netto. Gut, ich will natürlich auch von dem Podcast leben. Da wir aber wissen, dass es nicht passieren wird. Also 4.000 Euro. Also ich... Jeden Monat 4.000 Euro? Wenn wir jeden Monat 4.000 Euro kriegen, ein Jahr lang. Na, jeder. Ja, jeder. Nee. Jeder 2.000. Ach so, 2.000 Euro netto. Ja, wir gehen ja trotzdem arbeiten und so. Und jeder 2.000 netto... Moment mal. Eben hast du doch gesagt, du willst damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Du kannst doch nicht noch... Oder gehst du dann Teilzeit? Das andere ist ja eine Herzenssache. Das meine ich ja gerne... Was gibt's da zu lachen? Nee, pass auf, weil ich würde wirklich gerne, weil mir das hier so viel Spaß macht, das klingt schon wieder total ironisch, würde ich sogar gerne weniger arbeiten, um mehr Zeit mit dir und dem Podcast zu verbringen. Also ich würde gerne auf Teilzeit gehen. Ich kann es also nicht. Also sagen wir das so, ich würde gerne mehr Zeit mit dem Podcast verbringen. Ja. Du hast eben gesagt mit mir, aber ich würde gerne nur mehr Zeit mit dem Podcast, also ich würde gerne mehr schneiden, den Podcast und so, aber nicht gleichzeitig mehr Zeit mit dir verbringen. Naja. Nicht weinen. Doch. Okay, ich würde doch gerne mit dir mehr Zeit verbringen. Können wir jetzt mal zu Potte kommen? Ja, also ich wäre für, sagen wir mal, ich würde jetzt 2 Jahre lang 2.000 Euro netto mit diesem Podcast verdienen. Von den Hörern natürlich. Ja, natürlich. Nicht, dass ich selber 2.000 Euro überweise. Witzig. Ich habe gar nicht so viel. So, und dann würde ich mir, okay, wo ist jetzt noch die Frage? Dann würde ich na, mir schön auf den Unterarm. Lassen. Auf den Unterarm, alles für den Podcast. Jeden Monat. Wär's das wert? Ich weiß nicht. Wenn ich davon leben könnte, wenn ich nicht mehr zu meiner Arbeit gehen müsste, würde ich das machen. Wenn ich wüsste, ich muss morgen nicht mehr arbeiten gehen, weil ich das hier mache, sofort, würde ich mir sofort tätowieren lassen. Weißt du, was ich mache? Ich will alles für den Podcast. Ich würde unser Zeichen tätowieren lassen. So laut. so laut. Wir sind hier doch nicht bei. Rotz und Wasser würde ich mir. Oh ja, naja, okay. Nee, aber dann denken die an diese ekelhafte Oi-Punk-Band. Ich habe noch nie Nied gehört, aber alleine, dass sie so heißen wie wir, obwohl wir erst später den Namen beantragt haben, hasse ich sie. Sie haben gewusst, dass es irgendwann diesen Podcast gibt und haben sich schon vorher so genannt, um uns zu ärgern.
Also wer auf Spotify nämlich Rotz und Wasser eingibt, wird auf diese scheiß Punkband zuerst geleitet. Deswegen müsst ihr immer, jetzt passt auf, ihr müsst immer Rotz und Wasser Podcast hinschreiben. Darfst du nicht vergessen, die Band schreibt sich mit einem Und-Zeichen, also dieses geschnörkelte Ding. Und wir sind das Plus in der Podcast-Landschaft, Benjamin. Das Problem, Rotz plus Wasser. Das Problem ist aber, dass es den Computerprogrammen egal ist, weil sie das Plus als Und lesen. Gut durchdacht von uns. Ja. Wann tätowieren? Wenn ich vor dem Podcast leben könnte, klar, würde ich mir sofort das tätowieren lassen. Also ab 2000 Euro netto im Monat. Na klar, weil das ist sogar mehr, als ich jetzt verdiene. Manipulieren wir nicht die Leute so ein bisschen gerade? Ich schätze unsere Hörer sehr, weil ich muss es jetzt nochmal wirklich sagen, ohne dass es schleimisch wirkt. Wir haben bis jetzt immer nur nette Kritiken bekommen und selbst die Kritiken, die scheiße waren, waren noch so sympathisch verpackt. Ich sag nur hier der eine Typ auf YouTube, der uns einen Daumen runter gegeben hat. Aber das war ein bisschen witzig. Wir gucken so bei YouTube unsere Videos durch und dann schreibt er so zu einer unserer drei Fahrzeichenbesprechungen: Wow, ein 158 Minuten Gelaber. Dafür kannst du einen Daumen geben oder so. Nee, genau, dafür habt ihr einen Finger verdient, nämlich einen Daumen runter, weil den Mittelfinger gibt's ja bei YouTube leider nicht. Es ist trotzdem scheiße von ihm, dass er uns einen Daumen runtergegeben hat, aber er hat es so lustig verpackt, dass er trotzdem witzig, dass es eine witzige Kritik war, finde ich. Egal. Gut, wir fangen jetzt an. Wir verschachteln uns hier schon wieder total, Benjamin. Ich wurde aufgefordert. Ich musste. Einen Text auf Benjamins vorprogrammiertes Lied erstellen und es auch einsingen. So. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wie du das gemacht hast. Auf deinem Handy, oder? Ich sag mal so, singen und Text schreiben ist ja sehr dehnbar. Was hältst du davon? Ich spiele es einfach vor. Ich habe ein bisschen Angst, dass es... Also, Moment, bevor du es abspielst. Ja. Was meinst du, wie viele Punkte gebe ich das? Ich glaube, dass du es gar nicht so schlecht findest. Du wirst zwar... du wirst zwar sagen, Thomas, Thema verfehlt. Ja, aber du kannst nicht sagen 20 Euro. So, es geht los. Ja. Wie findest du diese Anfangsmusik eigentlich? Psst. Gut. Nanu, wo bin ich denn hier? Wieso ist es hier so dunkel? Oh. Eine Bühne. Das sind ja Streicher. Boah, sind das viele. Aber was soll das alles? Also, wieso steht da ein Mikrofon auf dem... Oh, Schlagzeug! Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Aber warum bin ich hier? Und warum lächeln die mich alle so an? Ich weiß nicht, was das soll. Und was soll dieses Mikrofon auf der Bühne? Oh, da kommt einer. Im schwarzen Anzug. Wie kommt der mir bekannt vor? Thomas. Ja? Ja. Thomas. Ja, so heiß ich. Alle. Ja? Liebe. Was? Dich. Na gut, das ist jetzt nichts Neues. Das wusste ich eigentlich schon. Das sind die Streicher, die finde ich am besten. Die bewegen sich immer so lustig dabei. Die beugen so den Arm vor, als würden sie irgendwie Fleisch mit dem Messer schneiden. Ja, wieder das tolle Schlagzeug. Aber so ganz habe ich den Sinn immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ob ich mal probiere, die Tür dort zu öffnen? Abgeschlossen, scheiße. Thomas! Ja, so heiß ich immer noch. Alle lieben dich. Na gut, das hast du jetzt schon mal gesagt. Also irgendwie langweilt mich das gerade schon ein bisschen. Ja, oh, es steigert sich. Ja, es werden immer mehr auf der Bühne. Oh, was ist das? Das ist ja wie in so einem Actionfilm. Wie so eine geile Verfolgungsjagd. Das ist gut. Also die Leute, die Musik machen, die sind richtig gut. Aber der komische Idiot auf der Bühne, der immer mich anspricht, der ist sowieso unheimlich. Hm.
in so einem Kinotrailer so inflationäre Hörner eingesetzt werden. Das geht mir eigentlich total auf die Nerven. Aber ich glaube, der Trend ist jetzt vorbei. Aber das hier, das Orchester? Ob das die Berliner Philharmoniker sind? Aber mich nervt ein bisschen, dass die Tür nicht aufgeht, als ob ich hier nicht raus darf. Okay, langsam hat es mich gelangweilt. Thomas. Ja, ich heiße so, das weiß ich. Thomas. Hast du schon mal erzählt? Alle lieben dich. Ja, weiß ich doch. Hast du schon mal gesagt, außerdem ist das nichts Neues. So. Also, ich finde, dass es hier sich ein bisschen so wiederholt und ich langweile mich ein bisschen. Ja, was ist denn? Oh. Alle lieben dich, ja, hast schon mal gesagt. Liebe, komm. Aber der Chor gefällt mir im Hintergrund. Also die ganzen Mädels auf der Bühne sind schon ganz süß und schick. Vielleicht hat der eine danach Zeit, wenn der Quatsch hier mal vorbei ist. So, oh, es wird ruhiger, die Bühne wird dunkel. Sehr gut. Also ganz ehrlich, der Sänger da auf der Bühne, der hätte sich auch ruhig mal waschen können. Ja. Und? Also ich bin fasziniert. Du hast es jetzt vor 3 Stunden gemacht, oder was? Das war nur ein Take. Das war ein Take. Einfach durchgeredet. Gesungen. Ich habe natürlich. Ich habe so leicht Tränen in den Augen. Du hast immer Tränen in den Augen. Du hast Tränen in den Augen, wenn dein Lieblingscomputerspiel gestartet wird. Du hast Tränen in den Augen, wenn, weiß ich nicht. Jemand stirbt. Boah, wer denn? Alle. Nee, du hast auch immer Tränen in den Augen, wenn wir im Kino sind, der Vorhang aufgeht. Ja, gut. So, was sagst du? Ich fand's sehr gut. Ich würde davon gerne ein Video haben. Ja, das habe ich auch überlegt. Also es war jetzt natürlich wieder für die Hörer scheiße, weil sie eine ganz minderwertige Tonqualität hatten. Aber vielleicht schaffen wir es ja wirklich dazu, was zu drehen und dann stellen wir das auf unseren YouTube-Kanal. Die Frage ist jetzt, hast du das also mit einer guten Audioqualität noch auf deinem Computer? Wir müssen bestimmt. Na, ich weiß ja nicht, wie du es aufgenommen hast. Du darfst nicht vergessen, ich habe ja nur Audacity als Aufnahmeprogramm. Das ist ein gutes Programm. Ja, relativ. Aber ich habe sogar wirklich die Musik über Kopfhörer gehört und dann vom Mikrofon eingesprochen. Das ist sehr gut. Ja, ne? Ja, freut mich. Das kriegen wir hin. Gut, ich möchte ein Video haben in den nächsten 2 Tagen. Ach, ich muss jetzt das Video auch alleine drehen, ohne deine Hilfe. Nee, das halten wir schon. Das machen wir zusammen. Witzig, alleine ein Video drehen ist auch scheiße. Ja, genau, ich halte dann. Ja, das wird ganz toll. Aber du sagst, ich habe die Aufgabe bestanden. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich würde fast sagen, es war die beste Hausaufgabe, die du bisher gemacht hast. Dank meiner Vorarbeit. Nein, aber es war wirklich eine sehr gute Hausaufgabe. Pass auf, die Dame, die die Bilder für unsere Podcasts macht. Ja, kann die filmen oder was? Nein, ich habe ihr das schon vorab geschickt, ja. Weil ich ihre Meinung wissen wollte. Und sie fand es auch sehr witzig. Aber sie hat dann auch gesagt, ganz ehrlich, wie soll man denn auf diese Melodie auch vernünftig singen? Weil, also auf diese Action-Sequenz, die du da eingebaut hast, so, ich frag mich, wie man da singen soll. Ich hatte überlegt, ob ich sowas mache wie Er ist der Beste. Aber es wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Ja, aber hättest du nicht mit einem Take hinbekommen. Ja, komm, hätte mir noch mehr Mühe geben sollen. Ja. Es ist wirklich ich hasse diese Hausaufgabe, also die ich immer von dir kriege. Und ich mache sie wirklich immer ganz kurz davor, bis du kommst. Und dann bin ich so kreativ. Verstehe ich nicht, denn meine Hausaufgabe habe ich heute Morgen zu Ende gesehen. Das ist mir klar. Okay, willst du es erzählen, soll ich es erzählen, was deine Hausaufgabe war? Erzähl ruhig, was meine Hausaufgabe war. Alles klar. Wer unsere letzte längere Folge gehört hat, die da hieß, was wir lieben, da habe ich den Bärmin aufgefordert, er möge doch bitte von der Zeichentrickserie My Little Pony, die es auf Amazon oder auf Netflix gibt, sich die ersten beiden Folgen anschauen, also den Pilotfilm, der da den Titel trägt. Irgendwas mit Celeste. Ja,
Ein Auftrag von Prinzessin Celestia, im Original Friendship is Magic. So wie die übrigens auch der Untertitel der Serie heißt. Friendship is Magic habe ich auch gelesen, dass das im Original so heißt. Mhm. Habe mich über den deutschen Titel sehr gewundert, weil der ja schon sehr unterschiedlich ist. Was die deutsche Übersetzung und die Titel da angeht, teilweise echt schon wieder so. Ich hasse das ja, wenn Leute sich hinstellen und sagen, ich gucke ja keine Serien auf Deutsch, es geht ja gar nicht, ich guck's nur im englischen Original. Das mag ich auch nicht, wo ich mich aber wirklich gewundert habe, dass der Titel sich ja total, also dass er im Deutschen total anders ist. Ja, aber man darf nicht vergessen, also es folgt jetzt ein ellenlanger Monolog von mir, ab jetzt, Benjamin, kannst du anspeeden. Die Serie ist ja eigentlich für 4- bis 8-jährige Mädchen konzipiert. Die Serie ist eigentlich für Kinder gemacht. Es ist eine Kinderserie. Warte mal, nur echt mit Hand auf der Schulter. Ja. Es ist für Kinder. Und natürlich ist eigentlich die Zielgruppe 4- bis 8-jährige Mädchen. Und ich denke mir mal, dass man im Deutschen dann auch denkt, Freundschaft ist Magie. Nee, da machen wir draus einen Auftrag von Prinzessin Celestia. Denn darum geht es ja in der Folge. Aber ich würde jetzt schon vorgreifen. Warum habe ich Belmi diese Aufgabe gegeben? Ja, ich möchte gerne sagen, dass Thomas seit Wochen, seit einigen Monaten eigentlich von nichts anderem mehr spricht. Es geht hier nur um My Little Pony, in seinem Status sind irgendwelche Ponys, sein Profilbild sind ganz oft Ponys. Man kommt hier rein, man wird mit der Musik betüdelt. Es ist wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und das Schlimme ist, dass er das dann auch noch selbst singt ganz oft. Also es ist, wenn die Musik nicht läuft, dann singt er die Melodie einfach. Ja, wird so schön. Mit Text. Ja, natürlich. Beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all. Das ist übrigens der deutsche Vorspann, aber auch schrecklich, muss man im Original hören. Und du wusstest hundertprozentig, dass ich mir das nie, weil deine Hausaufgaben sind selber immer so ein bisschen so, ja, Benjamin wird das eh nicht hören, also muss er es jetzt hören. Ja, genau. Sei ehrlich. Weil ich genau weiß, im richtigen Leben, also so wie, weil ich kenne dich jetzt auch schon eine ganze Weile, wenn ich dich da zu irgendwas bitten oder auffordern würde, du wirst es nie machen. Da du aber ja sagst, irgendwie alles für den Podcast und es geht um die Ehre, hier machst du es rätselhafterweise. Ja, es geht um 20 Euro. Und das ist eigentlich das Schöne. Und ich finde eigentlich, guck dir mal eine 44-minütige Zeichentrickserie, also eine Folge davon an, ist jetzt nicht wie zum Beispiel, schreib irgendwelche Gedichte über Donald Duck und stell sie in 50 Foren, so was ich von dir kriege. Als das Aufgabe. War ein Forum. Ich hätte lieber ein Gedicht geschrieben, das greife ich ein bisschen vor, wie 2 Folgen diese Serie zu gucken. Ach so? Yeah. Echt, fandest du es so schrecklich? Ja. Yeah. Aber wir würden jetzt schon vorweggreifen. Ich weiß ja nicht, wann ich anfangen soll. Also wie hast du denn... Ich kann ja mal sagen, ich habe... Also pass auf. Ich habe Netflix angemacht. Ja, das ist gut. Über die Xbox? Über die Xbox, denn meine Xbox ist über eine Soundbar angeschlossen. Das heißt also, ich konnte die tolle Titelmelodie über meine Soundbar hören. Schön. Ja. Wie viele Menschen waren noch in der Zeit bei dir nebenan? Oder warst du alleine? Da war ich wirklich alleine. Also ich habe es gestern Abend habe ich eine Folge gehört und heute Morgen. Gehört? Die Aufgabe war gucken. Ich habe mir 3-mal die Startmusik angehört. Ach so. Ja, nein, ich habe mir die Folge angesehen. Und über die Soundbar. Mhm. Ja, schön, dass du deine Soundbar so oft hier erwähnst. Die ist von Samsung. Das der ist Fernseher auch übrigens auch. Hm? Wenn ich die Xbox anmache, geht der Fernseher an und die Sound. Egal. Und die Titelmelodie ging mir nach 5 Sekunden auf den Sack. Wirklich jetzt. My little pony, my little pony. Die ist auch... Also im Deutschen ist sie eigentlich schrecklich, im Englischen geht's. Aber du singst sie immer. Ja, weil das mich fröhlich macht. Ja, aber du singst sie auch. Also ich finde die Musik scheiße und ich komme hierher und dann... Wollen wir noch ein bisschen allgemein was über die Serie erzählen? Ja, gleich. Ja? Geht ja gleich los. Aber die fängt ja nun mal an mit der Musik. Nein, es kam erst ein Prolog, ein genau. Intro. Und dieser Prolog, der Prolog hat alles kaputt gemacht. Der Prolog hat mich aggressiv gemacht, hat alles kaputt gemacht und ich wollte die Serie nicht weitersehen, weil ich dachte so, ihr Mist Ponys, ihr müsst alle erschossen werden. Nee, wirklich. Was passiert denn in diesem Prolog? Also, in diesem Prolog
Das ist sozusagen wie ein, man muss sich ein Buch vorstellen, wo ein Märchen vorgelesen wird. Ja, so eine klassische Eröffnung. Es wird ein Buch in Großaufnahme gezeigt, das wird aufgeblättert und dann sieht man halt so eine Illustration quasi, die animiert wird. Weiß ich nicht, wieso so. Also gepuppt? Ist der Stuhl, der wackelt. Okay, ich pupp doch nicht. So, jedenfalls in dem Buch kommt ein gelbes Pony oder ein goldenes Pony vor. Und ein dunkles Pony, schwarzes Pony, sage ich jetzt mal. Und die werden so dargestellt wie zwei Götter, oder? Kann man so sagen? Erzähl einfach weiter, ich kann ja danach was dazu sagen. Okay, ich sehe schon deine Begeisterung, wie ich das erkläre. Wir gehen jetzt einfach von deiner Wahrnehmung aus. Ja, und das goldene Pony, ist dafür da, die Sonne erscheinen zu lassen. Und das dunkle Pony lässt den Mond erscheinen, also die Nacht. So. Und beide sind eigentlich ganz lieb und nett. Und irgendwann merkt dieses dunkle Pony, dass, wenn der Mond erscheint, ja die ganzen anderen Lebewesen, Ponys auf der Erde, ja nur schlafen. Und das goldene Pony hat immer den Spaß, weil ja alle fröhlich sind, die Sonne scheint. Jetzt wird das dunkle Pony ein bisschen böse oder traurig. Eigentlich wird es, ich hatte richtig Mitleid mit diesem dunklen Pony. Du hast gerade gesagt, du wolltest alle Ponys erschießen. Aber doch nicht die zwei Gott-Ponys. Okay. Nur das eine Gott-Pony denn. Denn das dunkle Pony hat dann gesagt, ja, das ist so traurig, keiner bewegt sich bei mir, alle wollen nur schlafen, sie verpassen die wunderschöne Nacht, den wunderschönen Mond. Und was hat denn das dunkle Pony probiert, dass das andere Pony die Sonne nicht mehr erscheinen lässt. So ungefähr. Nee. Na, du wolltest mich ausreden lassen. Mhm. Das war meine Wahrnehmung. Und deswegen hat das gute Sonnenpony, dieses Mistpony, das dunkle Pony bekämpft. Ja. Ja, und das ist ja wohl absolut, was wird da Kinder beigebracht, anstatt die jetzt miteinander reden, dass das dunkle Pony ja doch irgendwie Spaß hat im Leben, dass sie das irgendwie teilen oder weiß ich nicht. Nein, da ist es das böse Pony, weil es die Gefühle äußert, weil es probiert klarzumachen, wie schlecht es ihm geht. Nein, wird es gleich verbannt. Und da hat mich schon die Serie verloren, im Prolog. Und ich sage jetzt, wie es wirklich ist. Es wird uns zu Beginn die Geschichte der zwei Schwestern erzählt. Das eine Pony, dieses goldene Pony, wie immer Bamin sagt, das hat einen Schönheitsfleck. Die Schönheitsflecken sind quasi, die Ponys haben hier auf ihrer Flanke einen Fleck, der sie charakterisiert. Hab ich ausgelassen, ne? Ja, hast du dezent überspielt. So. Und halt dieses eine Pony steht halt für die Sonne und lässt dementsprechend die Sonne aufgehen. Und ihre Schwester, Prinzessin Luna, lässt halt den Mond aufgehen. Das hast du, bis dahin warst du eigentlich richtig super, gut, oder? Richtig super. Ja. So, und du warst auch wirklich damit richtig, dass halt natürlich die Bevölkerung, es spielt übrigens in dem Land Equestria, also das wird wahrscheinlich die Welt oder der Kontinent sein. Hört sich fast an wie die Stadt da, das Land von He-Man. Equestria, ja. Eternia. Eternia. Toll, oder? Habe ich mal so einen Insider-Fakt rausgehauen. Natürlich wird dann das Pony mit dem Mond auf der Flanke eifersüchtig, weil tagsüber die ganzen Ponys immer spielen und ihr Leben leben und nachts verschlafen sie die schöne Nacht. Und, was jetzt Benjamin aber falsch wahrgenommen hat, die Schwester, also die Prinzessin Celestia, will mit ihrer Schwester reden, aber ihr Herz war schon so verbittert und sie war so eifersüchtig, dass sie sich in ein böses Pony verwandelt hat, nämlich in Nightmare Moon. Und Nightmare Moon ist dann quasi so eine Art Transformation. Und das Herz ist voller Hass und deswegen kämpfen die dann gegeneinander und die Prinzessin Celestia sieht dann leider keinen Ausweg und muss die mächtigste Waffe von Equestria bemühen, nämlich die Elemente der Harmonie. Gut. Und mit den Elementen der Harmonie schafft sie es, nicht nur ihre Schwester zu besiegen, sondern gleichzeitig für 1000 Jahre auf den Mond zu verbannen. Also das wird dann so geschildert, dass die das Nightmare Moon im Mond eingeschlossen ist. Man sieht sogar vom Weiten, haben sie so in der Serie gemacht, dass man immer so die Mondkrater ergeben die Form von einem Ponygesicht. Und jetzt findest du das gut, was sie gemacht hat, oder was? Das goldene Dreckspony. Weil ganz ehrlich, ja, du hast hier einen König auf der linken Seite und einen König auf der rechten Seite. So, und der linke König, der hat alle Ressourcen, weiß nicht, der hat Geld und gibt den Leuten Essen und alles ist toll. So, und der König guckt auf die andere Seite und sieht, dass von dem anderen König die Bevölkerung stirbt, sie müssen sich kannibalisieren,
weiß ich nicht, sie haben keine Wohnung, erfrieren nachts und so. Und nach 10 Jahren, wenn fast alle tot sind, der König so kurz vorm Tod dasteht, ja, sagt denn der König mit dem Reichtum, oh, dem anderen geht's ja schlecht. Warum hat er denn Hass auf mich? Den muss ich wohl verbannen. Also ich finde es, ich habe das ja ungefähr schon 5-mal gesehen, diese Pilotfolge. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, dass es eigentlich ziemlich finster ist, dass die eine Schwester ihre andere Schwester verbannt. Und in dieser Folge wird es übrigens auch noch nicht so explizit erwähnt, beziehungsweise erst zum Ende, ob jetzt die Prinzessin Celestia das gut fand oder nicht. In der 4. Staffel irgendwann sehen wir diesen Kampf nämlich dann nochmal. Und da wird es so ein bisschen besser dargestellt. Aber ja, es ist halt aber eine Legende, weil irgendwann zoomt ja dann die Kamera aus diesem Buch heraus und wir sehen zum ersten Mal eines der Hauptponys, nämlich wir sehen Twilight Sparkle. Ich habe noch eine Frage. Du hast eben gesagt, das dunkle Pony ist jetzt im Mond verbannt. Ja, und für 1000 Jahre. Ja, und das Mondpony hat ja den Mond beschworen. Sie lässt den Mond jede Nacht aufgehen, ja. Das heißt also, lässt sie den Mond jetzt trotzdem noch aufgehen? Nein, das wird auch gesagt, das macht die goldene Schwester, also Prinzessin Celestia auch. Das heißt also, sie herrscht jetzt über beides. So, was ist, wenn dieses dunkle Pony eine Reisekrankheit hat oder was? So, und wird immer hoch und runter gefahren, jede Nacht, jeden Morgen. Musst du die Macher fragen. Nee, das ist einfach ekelhaft. Der hat die Arme, ne? Die ist eingesperrt im Mond und muss jeden Tages- und Nachtwechsel mitmachen. Tja, aber stell dir mal vor, sie hat sie in die Sonne verbannt. Bei 6000 Grad. Oder 11 Millionen Grad im Inneren. Nimmst du mich nicht ernst? Nee, kann ich auch nicht. Nimmst du mich nicht ernst? Na, ich nehme an, die Prinzessin Celestia hat dir bestimmt ganz viele Reisetabletten mitgegeben. Jedenfalls sehen wir dann, soll ich selber probieren, mich anzuspeeden oder machst du das jetzt? Mal gucken, ob du dich kurz zusammenfassen kannst. Ich probiere das jetzt wirklich so zusammenzufassen, wie es geht. Wir sehen Twilight Sparkle. Twilight Sparkle lebt auf, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf Kentalot. Kentalot ist quasi so ein Königreich innerhalb von Equestria und sie wird quasi als Schülerin von der besagten Prinzessin Celestia dargestellt. Und als sie dann dieses Buch studiert, merkt sie irgendwie, das Pferdemond habe ich doch schon mal gehört. Es kommt der Vorspann, den Belmin, glaube ich, 0 von 10 gibt. und dann sehen wir, wie Twilight nach Hause eilt und da quasi, sie ist so eine Büchernarrin. Also sie ist sehr, sehr wissbegierig und halt auch sehr belesen. Und dann sucht sie halt in ihrer Bibliothek nach dem Buch und dann findet sie halt dann nochmal ein Buch, wo drin steht, dass nach 1000 Jahren kehrt quasi das böse Pferd vom Mond nach Equestria zurück und wird alle versklaven. In der Zwischenzeit sind auch ganz schlechte Witze mit so einem kleinen Drachen. Das ist Spike. Spike. Den gebe ich übrigens minus 40 von 10. Denn so ein unlustiger, schlechter Charakter habe ich wirklich selten gesehen. Er ist mir jetzt auch aufgefallen, weil ich habe ja, wie gesagt, alle 8 Staffeln geguckt und in den ersten Staffeln wird er wirklich noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Also er ist sehr, so einfach nur ein Sidekick als Charakter. Er hat eigentlich nur immer so ein paar Sätze und wird auch so oft lächerlich dargestellt. Er entwickelt sich im Laufe der Serie. Findest du ihn lustig? Da noch nicht so. Da ist er halt so ein Tollpatsch. So ein bisschen. Also er kann noch nicht mal irgendwie das Wort Katastrophe schreiben, weil Twilight dem immer Briefe diktiert. Jedenfalls liest doch da Twilight jetzt irgendwie das, oh Gott, die Gefahr können jetzt bald wieder auf die Erde stoßen. Nee, hier Equestria oder was weiß ich, wie das heißt. Und will der Hauptprinzessin einen Brief schicken. Der Prinzessin Celestia, genau. Und sie ist ja ihre Schülerin. Genau, und Celestia schickt einen Brief zurück. Sie soll nicht so viel Bücher lesen, sie soll lieber Freunde finden. Genau. Tada. Und da ist jetzt quasi kommt die Handlung ins Rollen. Twilight wird nach Ponyville geschickt. Also so ein kleines Städtchen in Equestria. Wenn ihr wüsstet, wie aggressiv der mich die ganze Zeit anguckt, weil der keinen Bock da auf die Scheiße hat. Nein, ja? Das ist gut. Also, ich versuch's wirklich so kurz wie möglich zu halten. Twilight wird von Prinzessin Celestia beauftragt, nach Ponyville zu reisen. Denn in Ponyville finden dieses Jahr die Vorbereitung für das Sommersonnenfest statt. Und dann wird da irgendwie Prinzessin Celestia gefeiert und bla bla bla. Und sie soll dann halt gucken, wie sieht's aus mit der Verpflegung, wie sieht's aus mit der Dekoration.
Es gibt ja dann so, man muss dazu sagen, Twilight ist ein Einhorn. Und es gibt aber noch Erdponys und es gibt Pegasi. Also, was ein Pegasus ist, weißt du, ne? Ein Pferd mit Flügeln. Ich hab die Folge gesehen. Ja. Ich hätte ja sein können, dass du es nicht verstanden hast, weil du so laut geflucht hast. Verdammter jetzt, Thomas. Ich esse jetzt einen Keks. Ich wette, du hast dich auch schon so gefreut, so, ja, wenigstens kriege ich 20 Euro. Wirklich? Du hast mir gesagt, du hast die Hausaufgabe nicht geschafft und ich habe mir gedacht, ich gucke mir jetzt noch morgen die restliche Folge an, dann habe ich wenigstens 20 Euro und jetzt hast du deine Hausaufgabe doch noch so perfekt zu Ende gebracht. So. Und Twilight hat überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, also die will da gar nicht hin, weil sie halt diesen Ernst der Lage sieht, aber sie wird dann halt so aufs Abstellgleis von Prinzessin Celestia gestellt und dann ist sie in Ponyville und dort begegnet sie dann weiteren Ponys, die im Laufe der Serie eine wichtige Rolle spielen, beziehungsweise die Hauptrollen einnehmen. Es sind insgesamt 6 Ponys. Wir reden hier übrigens immer von den Main 6, so werden die genannt. Da ist dann zuerst begegnet sie in dem Dorf Pinkie Pie. Pinkie Pie ist ein pinkes Pony, was für Partyveranstaltungen so verantwortlich ist und immer so ein bisschen. Geh mir gleich auf den Sack hier, Party machen und so, die ganze Zeit. Ja, diese Hure, ne? so sehr bitchy. Also ich würde sie jetzt nicht Hure nennen, aber schon verdreckte Schlampe. Nein, witzig. Nein, aber sie, warum? Weil sie Partys macht. Sie macht, sie Kinder macht immer Partys. Ja, mit ab nach Apfel tauchen und Luftschlangen schmeißen. Ja, aber in der Serie, sie sagt zum Beispiel, Mädels, wir machen jetzt eine Party. Ja, was ist daran schlimm? Kann sie nicht sagen, Freunde, wir machen eine Party. Oder also dieses Mädels. Was ist ja, an dem Wort Mädels schlimm? Das ist so, es ist ja fast wie nice. Ach so. Übrigens habe ich meine Schwestern als Kind immer Mädels genannt, weil meine Mutter das immer gesagt hat. Na, sowas hasse ich. Ja, ist aber nicht mein Problem. Weil ich finde, man sollte schon, also wenn ich von meiner Schwester rede, sage ich Schwester. Das ist interessiert mich. Oh, ja, toll. Du sagst bestimmt auch Mutti, ne? Mutti und Vater. Mama. Ja, Mama. Redest du sie so an? Schwester, komm mal bitte. Nö, Fabienne. Ja. Fabienne? Ganz kurz, will Fabienne, dass ihr Name hier fällt? Ja. Warum? Ich würde es nicht wollen an ihrer Weil Stelle. Weil sie mich liebt. Ach so, gut. Ja. Hört sie das ja eigentlich? Nein. Ach so, dann ist ja gut. Fabienne buchstabiert man übrigens F-A, nein. So, auf jeden Fall trifft Twilight zuerst auf Pinkie Pie. Diese Begegnung ist übrigens sehr witzig. Ich weiß, du fandst sie scheiße, weil Spike sagt zu Twilight, sie soll sich mal nicht so haben. Man kann bestimmt auch nette Leute hier kennenlernen. Und sie spricht Pinkie Pie an. Pinkie Pie erschreckt sich und rennt weg. Ist das eigentlich alles für mich hier? Ja. Ja. Dann sollen sie sich um die Verpflegung kümmern, beziehungsweise sollen gucken, wer das Essen ausrichtet. Dann gehen sie zu einer Farm, Sweet Apple Acres. Dort lebt Applejack. Und Applejack ist ein Erdpony und hat im Original übrigens so ein Country, wie sagt man, eher so ein Country-Slang. So, hey, how what you doing? Ne? Hey, what hat sie im Deutschen nicht. Nee, finde ich aber gut, dass sie im Deutschen eine normale Stimme hat. Im Original hat halt sie halt so ein bisschen Slang. Warum findest du das gut? Weil du magst ja eigentlich, wenn das so eine gute Übersetzung ist. Ich finde aber, dass Applejack im Deutschen eine sehr, sehr schöne, klare Stimme hat. Und ich glaube, es würde mich mehr nerven, wenn sie zum Beispiel die ganze Zeit bayerisch reden würde oder so. So einen bayerischen Akzent. Deswegen finde ich es gut, dass sie sich entschieden haben, wir kriegen diesen Akzent nicht hin und es wäre bestimmt lächerlich, den nachzumachen. Also lassen Sie sie normal reden. Sie sagt zwar trotzdem so Sachen wie Howdy, was ist los, Zuckerwürfel, aber mehr macht sie auch nicht. Mädel, Howdy, Zuckerwürfel. Das ist die ganze Sprache in der Serie. Ist so ein bisschen. Es ist für Kinder, Benjamin. Ja, gerade deshalb. Ja? Gerade deshalb. Also ich finde, dass die Serie eigentlich sehr, sehr politisch korrekt ist. Ja, aber so Zuckerwürfel ist ja fast so wie. Sie sagt im Original Sugar Cube. Es fehlt ja nur noch, dass sie sagen, hallo meine Sonne. Gut, jedenfalls, Twilight hat halt wie gesagt keinen Bock auf den ganzen Mist. Und dann stellt Applejack ihre ganze Familie vor. Jetzt wird es doch hier so eine ausführliche Folgenbesprechung. Na egal, jedenfalls geht sie dann weiter. Und dann trifft sie auf Rainbow Dash. Rainbow Dash ist ein Pegasus-Pony und kümmert sich quasi um das Wetter. Das machen nämlich in Equestria, alle Pegasus, die schieben immer die Wolken hin und her und so eine Sachen. Also die sind für verantwortlich fürs Wetter. Und Rainbow Dash ist halt so ein ziemlich wildes Pony, was auch so, ja, wie soll ich sagen, schon sehr von sich selber überzeugt ist. Aber die erste Begegnung ist eigentlich ein bisschen amüsant, ne? Willst du erzählen, was da passiert? Ist es das Pony, was Angst hat? Nee. Nee. Ach, mit dem Trockenen? Auch ja, nicht. Mit dem Trockenen, mit der Mähne.
Ja, na, die, das lilane Pony ist nass. Und warum ist es nass? Weil Rainbow Dash vom Himmel stürzt und sie in eine Matschgrube drängt. Ja, und dann trocknet sie die sauber mit Wind. Ja, sie macht so einen kleinen Orkan durch ihre Körperkraft. Ja, ich finde immer gut, wie ich mich ausdrücke, oder? Wie ich das beschreibe. Da haben die Leute richtig das Gefühl, was das Pony macht. Ich fand schon den Prolog super. Ja, also wirklich, das, wenn, so wie du den Prolog erzählt hast, ist es wirklich eine richtige Mist-Scheiß-Sendung. Aber egal. Gut, jedenfalls nach so, dem... Na, wir können das, wir wollen das so abkürzen. Ja, aber es ist jetzt schon angespielt. Ich möchte jetzt mal einen Witz erzählen. Ach, du willst einen Witz erzählen? Ja, und zwar, was ein Witz jetzt in der Serie ist. Zum Beispiel, okay, warte, darf ich das einleiten, Jingle? Ja, pass auf, dieses lilane Pony ist jetzt ein bisschen dreckig. So, und das Pegasus-Ding macht jetzt Wind, damit das Pony trocknet. Ja. Was passiert jetzt? Was kann man sich nicht denken vorher? Der Wirbelsturm ist, sie fangen an zu lachen, hehehe, und man sieht dann das getrocknete Pony, wie die Haare alle so gekräuselt und hochstehen. Aber ist ja nicht dein Witz, weil der Witz ist ja in der Show, weil du gerade meinst, ich will meinen Witz machen. Wo war da jetzt dein Witz? Naja. Danke, Thomas. Es geht jedenfalls weiter. Rainbow Dash lacht sich halt kaputt über Twilight und sagt dann auch noch zu ihr, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Muss man aber auch sagen, jedes Pony sagt danach irgendwie zu ihr, ach Mensch, du bist ja total toll. Und das will Twilight gar nicht hören. Es geht weiter zu Rarity. Rarity ist ein weißes Einhorn, was so sehr krasses Modeverständnis hat. Und die hat quasi die ganze Deko irgendwie im Rathaus oder so vorbereitet. Die ist natürlich geschockt über Twilights Outfit, also über ihr gekräuseltes Haar. Und stylt sie dann erstmal um. Und man merkt, dass der kleine Drache, der Spike, sehr auf sie steht. Dann geht es wieder weiter zum nächsten Pony, nämlich zu Fluttershy. Und Fluttershy ist ein gelbes Pegasus, was sehr... ihr Talent ist quasi, dass sie mit Tieren sehr gut kann. Also sie versteht die Sprache der Tiere und gleichzeitig ist sie aber sehr, sehr scheu. Also es ist dann halt so... Das ist dieses Pferd. Genau, das ist das Pony. Weil sie quasi gerade ihre kleinen Spatzen... dirigiert, die sollen nämlich die Musik machen auf der Feier. Und dann ein Spatz, der ist so ein bisschen aus der Reihe und liegt mit den Tönen falsch. Und dann geht sie hin so, du, das tut mir total leid, aber du bist ein bisschen aus der Spur. Und dann sie ist halt so sehr zurückhaltend und sehr leise. Und dann spricht Twilight sie an. Und dann ist sie so scheu, dass sie kein Wort herausbekommt. Und das ist Twilight eigentlich halt auch unangenehm. Und bis Fluttershy Spike den Drachen sieht. Und dann platzt sie völlig raus, weil sie so begeistert von Spike ist. Sie mag halt Tiere. Und ich sag euch, wenn ihr das jetzt sehen würdet, diese Folge, es wird nicht, also es ist nicht spannender mit Bildern. Es ist genauso spannend, wie Thomas es erzählt gerade. Ja, gut. Ja. Es ist dann jedenfalls so, dass am Ende Twilight und Spike in der Unterkunft ankommen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, solange sie im Ponyville sind. Und da hat dann Pinkie Pie eine Party, eine Überraschungswillkommensparty für sie veranstaltet. Und das findet Twilight halt alles kacke. Die Folge endet dann damit, dass sie dann in das Rathaus gehen und da soll eigentlich Prinzessin Celestia auftreten. Und dann erscheint aber Nightmare Moon. Also Twilight hatte recht mit dem, was sie gesagt hat. Und Prinzessin Celestia taucht nicht auf, denn die wurde von Nightmare Moon außer Gefecht gesetzt. Und Nightmare Moon lacht dann da halt so böse rum, wie so eine typische Disney Evil Princess, die dann sagt irgendwie, ab jetzt wird's für immer Nacht sein, ihr kleinen Ponys, und verschwindet. Und damit ist der erste Teil zu Ende. Dann kommt die zweite Folge und jetzt kommt das Beste an der ganzen Serie. Die kann man aber, glaube ich, noch schneller zusammenfassen. Ja, die zweite. Aber die Rückblende fand ich richtig gut. Die habe ich mir zweimal angeguckt, weil ich die so witzig finde. Warum findest du die Rückblende witzig? Weil die ungefähr 10 Sekunden geht. Da wird erzählt ganz kurz über die zwei Schwestern. Mhm. Dann das das lilane Pony Twilight nicht mehr Bücher lesen soll, sondern in die Ponystadt fliegen soll. Dann sieht man das dunkle Pony. Celeste sollte kommen. Rückblende vorbei. Das ist eine Zusammenfassung. Die finde ich gut. Ist es auch. Aber das andere diente ja, um die Hauptfiguren einzuführen. Ja. Egal. Und das können wir jetzt, glaube ich, ganz schnell wirklich in 2-3 Sätzen zusammenfassen. Da passiert auch wirklich nicht viel. Also ja, es ist halt nur, die machen sich jetzt auf den Weg, Prinzessin Celestia zu suchen.
und begeben sich dann quasi in das Schloss der zwei Schwestern, also da, wo Prinzessin Luna und Prinzessin Celeste ja früher gelebt haben, mitten im tiefen Wald. Und Twilight will da eigentlich alleine hingehen. Die anderen Ponys wollen sie aber begleiten. Genau, jetzt weiß ich wieder, denn Twilight sucht die Elemente der Harmonie, um Nightmare Moon zu besiegen. Und auf dem Weg dorthin passieren so allerlei Sachen, wo jedes Pony sich quasi behaupten kann. Also zum Beispiel, wenn sie stoßen auf so einen großen bösen Löwen oder ein Löwenwesen, so wie es Twilight ausdrückt, was ich ganz behindert übersetzt finde, ein Löwenwesen. Weil das ist doch irgendwie, wie hießen die, ist es nicht ein Manticore, gegen das die kämpfen? Hier, du hast doch auch Heroes of Might and Magic gespielt. Ja. Das war doch ein Manticore, Manticore, oder? Und sie sagen ein Löwenwesen. Das ist für mich 0 von 10. Aber egal. Weiß nicht, sie kämpfen gegen dieses Löwenwesen und dann hat er aber einfach nur einen Stachel in der Pfote und Fluttershy befreit ihn davon. Also im Prinzip passieren so einige Sachen, wo jedes Pony seine liebenswerte Eigenschaft zeigt, die Twilight auch immer wahrnimmt. Und zum Schluss, im Schloss kommt es dann zur Konfrontation mit Nightmare Moon und dann werden auch die Elemente der Harmonie zerstört. Aber Twilight hat ja dann quasi ihre Hausaufgaben gemacht und erkannt, die Elemente der Harmonie sind noch hier. Alle ihre neuen Freundinnen repräsentieren die. Also Applejack steht zum Beispiel für Ehrlichkeit. Ich glaube, Rainbow Dash steht für Treue. Fluttershy steht für Freundlichkeit und so weiter. Und Twilight steht für Magie. Und diese sechs Elemente zusammen dienen dann dazu, um Nightmare Moon zu besiegen. Was auch passiert, sie nimmt ihm wieder ihre wahre Ponygestalt an. Prinzessin Celestia taucht wieder auf. Es wird gefeiert. Und dann ist Twilight traurig, weil sie plötzlich merkt, ach, jetzt muss ich ja wieder zurück nach Canterlot, obwohl ich jetzt erst neue Freunde kennengelernt habe. Und jetzt muss ich sie wieder aufgeben. Und da habe ich mir gedacht, wirklich, ja, geh zurück zu deinen Büchern, du wirst sonst bescheuert. Nee, wirklich? Du wolltest zu deinen Büchern. Ja, na, ich habe mich schon ein bisschen verbunden gefühlt mit ihr, ja? Ja. Also ich fand eigentlich, sie ist ich. Sagt man das so, das ist richtige Grammatik? Sie ist ich? Nee, eigentlich heißt es, sie ist wie ich. Sie ist wie ich. Ja. Sie ist wie ich. Und dann habe ich mir so gedacht, scheiß auf diese Leute da, geh zu deinen Büchern. Da ist Spaß, da ist Spannung und nicht Party. Darf ich dir mal was fragen? Hast du das wirklich gedacht oder ist es jetzt wieder die Podcast-Rolle? Ja, habe ich wirklich gedacht. Du hast gedacht, die soll nach Hause gehen zu den Büchern. Warum? Da lernt sie was, es ist die wahre Welt. Überleg doch mal, dieses eine Pony, ja Party, heute ist Party, 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 die wird doch bescheuert. Und überleg mal, sie hat durch die Bücher gelernt, die Welt zu retten. Nein, du hast nicht aufgepasst. Sie hat erkannt, dass Freundschaft wichtig ist, weil Freundschaft für was Tiefsinnigeres steht und nur durch ihre neuen Freundinnen kann sie das Böse besiegen. Hätte sie aber nicht vorher die Bücher gelesen, wären sie alle tot. Nein, sie hat nur gewusst, dass Nightmare Moon wieder auf die Erde kommt und dass sie besiegen muss durch die Elemente der Harmonie. Aber nachdem die Elemente physisch zerstört wurden, hat sie erkannt, man braucht die gar nicht physisch, weil ihre Freundinnen haben die ja, die stehen ja dafür. Hätte sie nicht die Bücher gelesen, hätte sie nicht den Brief an die Prinzessin geschrieben und die Prinzessin hätte nicht gesagt, such Freunde. Dann wäre sie in Canterlot geblieben und alle wären versklavt worden von, wie heißt sie? Nightmare Moon. Gut, also, ich muss eine Sache dazu sagen. Die beiden Pilotfolgen, die sind jetzt sehr für ein kindliches Publikum zugeschnitten. Also, wenn man die zum ersten Mal sieht, glaube ich nicht, dass man so dahinter so abgeht oder steigt. Wo kommt jetzt quasi diese Begeisterung von mir her? Ich muss dazu sagen, ich habe ja dann die Serie aus Langeweile weitergeguckt und mich hatte sie dann aber erst so nach 4-5 Folgen, weil die Serie einen ganz eigenen Humor hat, der in meinen Augen auch nicht für Kinder gemacht ist. Irgendwie, ich fühle mich jetzt gerade ganz schlecht, weil ich dir diese furchtbare Hausaufgabe gegeben habe. Und eigentlich hatte ich gedacht, irgendwie, dass du sowas sagst wie, ja, mich spricht's nicht an, aber für Kinder, glaube ich, ist es ganz gut. Aber ich höre hier so Sachen wie... Ich durfte ja bis jetzt noch gar nichts äußern. Wir sind immer noch bei der Inhaltsangabe. Die Inhaltsangabe ist vorbei. Ich darf hier gar nichts über die Serie sagen. Die Inhaltsangabe war jetzt vorbei und das, was ich von dir gehört habe, war, die soll zurück in den Büchern, weil da sind irgendwelche Huren, die Party machen. So habe ich das gerade verstanden. Das gehört noch zur Inhaltsangabe. Und jetzt kommt meine Meinung. Okay. Also, die Serie hat ein Plus schon mal, ja. Obwohl es Grafik ist. Flash-Animation. Das ist ja egal, ist ja trotzdem... Weißt du, warum mich die Animation immer erinnert?
an diese alten Happy Tree Friends Folgen. Ja, ein bisschen. Hm? Es gibt ganz viele, und das kennst du sicher auch, so computeranimierte Serien, wo die Bewegung so extrem langsam sind, ja, was so, so richtig... So abgehackt und... Na, aber auch langsam. Weiß ich nicht, die Figur streckt den Arm aus und das ist so ungefähr die richtige Geschwindigkeit. Mhm. Und dann gibt's aber so computeranimierte Serien, die so, es kommt einem vor so wie in Zeitlupe, alles so, ich hasse es, so, ja, so billig. Und bei der Serie ist es trotz Flash-Animation flüssig. Es ist natürlich alles übertrieben schnell teilweise, aber es nervt mich und ich finde, selbst die Farben finde ich gut, nerven nicht, weil das halt in so einer Welt spielt, die halt bunter ist und fröhlicher, weiß ich nicht, fand ich wirklich gut, diesen Stil. Mhm. Der gefällt mir sehr gut. Dann fand ich gut, auch wenn ich jedes gesungene Lied absolut scheiße fand. Na, in der, da singen sie aber nur eins. Ich glaube, es wird nur in ein der Mitte. Ja, in der Mitte der, in zweiten, der zweiten Folge. Folge, genau. Genau, da singen sie dieses, du brauchst keine Angst haben, lach einfach alles weg. Aber ich habe zweimal die Anfangsmusik gehört, das hat mir gereicht. Hörst du mal auf Englisch an. Wird dir dann zweimal noch nicht gefallen, aber... Ja. Aber ich fand die Musik gut, wo sie nicht gesungen haben. Die ganze Hintergrundmusik generell. Also in den ersten Staffeln finde ich die teilweise okay, teilweise manchmal ein bisschen nervig, weil es gibt so Musik, die immer so... Die machen das da auch, die so dann so leicht dümmlich wirkt, um so eine alberne Szene zu untermalen. Zum Beispiel diese schreckliche Musik, die immer am Ende jeder Star Trek Captain Kirk Folge ist, wenn die einen Witz übers Bock machen. Immer dieses... Und manchmal hat die My Little Pony Serie das auch so in den ersten Folgen. Und jetzt sagt Benjamin, wieso? Das ist das Beste an ganz Star Trek, wenn Captain Kirk da so mit offener Hose sitzt und Spock auslacht und dann kommen und alle lachen. Und dann kommt diese Musik. Stimmt's? Ich würde dir niemals widersprechen. Ja. Aber du hast recht. Nein. Aber ich muss sagen, dass, also ich weiß jetzt nicht, ob eine bestimmte Musik als Abschlussgag war, keine Ahnung, aber mir hat eigentlich generell die Musikuntermalung gefallen, wenn sie nicht singen. Die singen viel in der Serie und es gibt auch teilweise richtig gute Lieder, muss ich dazu sagen. Aber die hast du ich halt alle ja nicht gesehen. Ich habe ja nur die ersten zwei Folgen. Ich kann mich ja nur auf diese ersten zwei Folgen konzentrieren. Genau, ich, und eigentlich hatte ich gedacht, meine Hausaufgabe ist, guck die ganze Serie. Aber ich glaube, dann hättest du mich getötet. Ich tu dir aber einen Gefallen. Ja. Ich werde noch zwei weitere Folgen sehen. Einfach so. Psst. Wie pst. Du bist so laut heute. Ja, sonst bin ich immer so leise. Ja, ist also laut, aber nee, das Problem ist, für die Aufnahme ist es vielleicht gut, aber ich habe das Gefühl, du schreist mich die ganze Zeit an. Nein, keine Angst. Darf ich dir dann einen Tipp geben und sagen, welche Folgen? Nein, damit ich muss das schon chronologisch gucken. Ach so, gut. Ja, es geht aber erst so ab der 6., 7. Folge langsam los. Gut, ich gucke 4 Folgen. Guck doch einfach die erste Staffel. Guck, du hast doch eine Tochter. Alles für den Podcast. Ich habe überhaupt keine Zeit für sowas. Warum kannst du das nicht mal mit deiner Tochter gucken? Ich weiß, was du jetzt sagst. Wenn ich meine Tochter sehe, dann gehe ich lieber mit ihr raus. Richtig. Ja, aber ich glaube, deiner Tochter würde es echt gefallen. Gut, im Winter schaue ich mir das mit ihr an. Ja, genau. Nee, gut. Ja, außerdem will sie eher so eine Sachen sehen wie Armee der Finsternis und der Blob. Ja, gut. Ich freue mich jetzt schon, dass das arme Kind später zur Therapie muss. Es ist ja jetzt auch egal. Also du hast jetzt schon zwei dicke Pluspunkte. Zwei dicke Pluspunkte. Jetzt kriegt aber 3 Pluspunkte. Denn ich fand auch die Soundeffekte gut. Mhm. Also, du redest jetzt natürlich alles nur von dem Technischen. Von dem Technischen. Sind ja trotzdem Pluspunkte. Ja. Denn es gibt auch Serien, wo mich Soundeffekte oder die Geräusche ganz extrem nerven. Mhm. Habe ich jetzt irgendein Beispiel, außer Tom und Jerry, die schlechten Folgen. Auch die Sprachausgabe, dass die so klar ist. Mhm. Ich musste mich nicht konzentrieren, alles zu verstehen. Es gibt auch Serien, wo ich mich immer total konzentrieren muss. Das ist total anstrengend. So, das war auch nicht. 3 Pluspunkte. Achso, das war schon. Und inhaltlich? Nee, ich habe ja nur 3 Pluspunkte. Ja, mehr kann die Serie. Also, okay, was soll ich jetzt inhaltlich sagen, groß? Naja, die haben sich alle kennengelernt. Und fandest du es für Kinder gut umgesetzt oder eher so, naja, ich glaube, ein Kind würde es nicht so interessieren? Ich kann mir vorstellen, dass ein Kind daran Spaß hat, auch so die verschiedenen Figuren kennenzulernen. Die sind ja wirklich so ein bisschen unterschiedlich. Was mich ein bisschen nervt, dass es alles Mädchen sind. Das finde ich aber irgendwie gut, dass es fast nur Frauen sind. Nee, nervt mich. Es wird doch heutzutage immer nur gemeckert, dass hier gerade Hollywood und man sollte mehr die starke Frau fördern und so alles. Das sind alle starke Frauen. Finde ich gut. Das ist dann genau das Gleiche, wenn es denn nur Frauen sind. Ja, aber also, sagen wir mal so, die Rollen, Geschlechterrollenverteilung war jetzt so unausgeglichen.
Da nur Frauen da sind, ja. Das ist mir zu unausgeglichen, ja. Ja, ist ja richtig, aber ich würde ja sagen, weil es Ponys sind, es sind nun mal Ponys. Achso, und Ponys sind nur für Mädchen. Wir dürfen nicht vergessen, diese ganze Serie, kennst du eigentlich das Original My Little Pony aus den 80ern? Natürlich. Meine Lieblingsserie. Ich weiß. Ja. Das zum Beispiel, ich glaube, ich hatte vorher mit My Little Pony nichts am Hut. Gar nichts. Ich kann mich erinnern, in den frühen 90ern irgendwie Werbung für das Spielzeug gesehen zu haben, fand ich furchtbar. Wo ich 11, 12 war. Aber ich habe das vorher, ich habe das nicht im Fernsehen gesehen, die alte Serie aus den 80ern und so weiter. Und worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Wir können jetzt nämlich langsam zu unserem Thema überleiten. Ich glaube, also My Little Pony, ich bedanke mich für diese Hausaufgabe. Pass auf, ich werde wirklich noch 4, 5 weitere Folgen sehen und irgendwann dann dir erzählen, wie es war. Live in diesem Podcast. Okay, denn das Thema, kann bewahrte Kindlichkeit irgendwann peinlich sein, ist nämlich das beste Beispiel. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich bin männlich. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, mir eine Kinderserie anzugucken mit Ponys in der Hauptrolle. Die für 4- bis 8-jährige Mädchen konzipiert ist, weil Hasbro nicht nur hier Transformers und so verkauft, sondern auch die Lizenz von My Little Pony hat und die Serie ja auch nur entstanden ist, um das Spielzeug zu verkaufen, ähnlich wie bei Masters of the Universe. Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass zum Beispiel es gab, bevor es die He-Man-Figuren, bevor es die Zeichentrickserie gab von He-Man, gab es eigentlich erst die Figuren, das Spielzeug. Normalerweise ist es ja andersrum. Es gibt erst, was weiß ich, zum Beispiel, es gab die Simpsons und dann gab es das ganze Merchandise. Bei Masters of the Universe war es andersrum und bei My Little Pony und Transformers genauso. So. Und ich habe es dir schon jetzt 2, 3 Mal erzählt, ich gucke ja gerne Star Trek und ich höre einen Star Trek Podcast namens Discovery Panel, wo die eigentlich über die neue Discovery-Serie sprechen. Und dann war aber Discovery in einer Pause und dann haben die halt über eine meiner Lieblingsfolgen von Star Trek The Next Generation gesprochen, Zeitsprung mit Q, die wir beide auch schon besprochen haben als Hausaufgabe. Ja. Ihr habt nur nichts gehört, weil Benjamin das so schnell angespeedet hat, dass man nichts verstanden hat. Man hat alles verstanden und die Leute fanden es gut, dass ich es angespeedet habe. Ich finde es gut, wie du hier immer auf die Nase bindest, wie schrecklich das war. Wie schrecklich du bist. Nicht also, wie schrecklich das war, sondern wie schrecklich du bist. So geht's. Genau, und da haben die halt in dem Podcast, als sie diese Folge besprochen haben, Zeitsprung mit Q, gesagt, ja, wusstest du eigentlich, dass Q quasi übernommen wurde für die Serie My Little Pony? Denn da gibt es nämlich eine Figur namens Discord, der Gott des Chaos, und der wird auch sogar von demselben Schauspieler gespielt. Und dann, was? Was erzählst du denn da? Und deswegen habe ich mir das eigentlich nur angeguckt. Und bei mir war eigentlich fast dieselbe Reaktion wie bei dir. Ich habe mir die ersten beiden Folgen angeguckt und dachte so, ja, ist halt für Kinder, ist ganz nett und so. Und dann hatte ich aber irgendwann mal, weil das noch in meiner Liste bei Amazon drin war, abends weitergeguckt. Ich weiß nicht mehr wieso, ich glaube, mir ging es nicht so gut. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, die Serie ist total witzig, weil in den Einzelepisoden, weil eine Staffel fängt immer an mit einer Doppelfolge und endet mit einer Doppelfolge. Aber was dazwischen ist, diese Einzelepisoden, quasi wie die Charaktere entwickelt werden und so, da musste ich sehr, sehr oft lachen, weil es da immer wieder so ganz absurde Situationen gab, wo ich dachte, das ist doch wie für Kinder oder was? Ähnlich wie bei SpongeBob. SpongeBob deckt ja auch beides ab. Du hast Humor für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und ich muss ganz klar sagen, bei dieser My Little Pony Serie ist das auch. Aber ich kann dir das nicht zeigen. Ich muss jetzt nochmal hier die Dame, die die Bilder macht für unseren Podcast. Die hat sich nämlich auch den Pilotfilm gerade angeguckt. Gerade heute. Weil sie wissen wollte, wovon redet ihr denn da? Sie hat aber schon mal so reingeguckt in die Serie und hat mir zugestimmt, gesagt, ja, das ist ja wirklich witzig. Dann hat sie sich das heute angeguckt und mir geschrieben, ja, ich finde, es ist jetzt einfach eine ganz normale Serie für Kinder ist. Wo ist denn da der Humor? Und dann habe ich ihr noch eine Folge empfohlen und da hat sie dann gesagt, warum hast du die Benjamin nicht als Hausaufgabe vorgeschlagen? Weil dann würdest du verstehen, wovon ich rede. Es ist egal. Jedenfalls hat die Serie auch in allen Staffeln immer einen roten Faden, der sich dann quasi sogar über Staffeln hinaus bewegt. Also quasi, manchmal haben sie dann auf einmal Bezüge in der 5. Staffel auf die 1. Staffel, wo ich denke, welches 4-jährige Kind soll sich das denn merken? Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was ich meinte, wie Thomas diese Serie liebt? Er hört gar nicht mehr auf. Ich möchte es so einfach verständlich erklären. Auf. Ich muss aber auch sagen, dass das
Ich bin immer gleich damit offen umgegangen. Ich habe allen Leuten erzählt, ich finde die Serie total toll, damit keiner hinter meinem Rücken drüber lästern kann. Machen die Leute sowieso. Ich kenne ja meinen Freundeskreis. Wollte ich gerade sagen. Ist ja nur Quatsch. Also, es wird trotzdem über mich gelästert und hinter meinem Rücken auf dem Finger mit mir gezeigt. Manche machen auch so ganz komische Bewegungen, so, weiß nicht mehr, so wie Kehle durchschneiden und so. Aber ich bin der Meinung inzwischen, man fährt mit Ehrlichkeit besser im Leben. Einfach sagen, was man toll findet, als es zu verheimlichen. Und wenn es dann rauskommt, was dann los ist. Außerdem bin ich nicht der Einzige. Es gibt die sogenannten Bronies. Das sind, wie soll ich sagen, das ist die Fangemeinschaft. Egal. So, jetzt bin ich gespannt. Du hast ungefähr 20 Minuten gesagt, du schwenkst jetzt auf dem Thema um, ja. Auf das Thema um, hast eine Einleitung zum Thema gegeben und hattest nochmal eine Ausschweifung von 40 Stunden. Ja. Aber jetzt ist ja das Problem, was Wie kommst du wieder zurück? Das Problem, was ich sehe, irgendwie, sollte ich mich vielleicht nicht als 37-jähriger Mann dafür schämen, dass ich gerade eine Serie mit dieser Thematik gut finde. Darum geht es. Darum geht's. Genau. Ja. Als Beispiel. Oder, wir sagen es immer wieder, wie es ist, ich sammle ja jetzt seit über 20 Jahren lustige Taschenbücher. Ja. Ich höre immer noch ganz viele Hörspiele, also vornehmlich 3 Fragezeichen. Jetzt ist es ja schon fast ein Job, ne, durch den Podcast. Aber Hörspiele machen mir immer noch Freude. Und du kannst jetzt auch gerne mal was sagen, weil du musst jetzt hier nicht immer entnervter werden und denken, wie lange wir noch... Was soll ich denn dazu sagen? Ich konnte ja nichts zu My Little Pony sagen. Ich kenne die Serie nicht und du schwärmst da was vor dich hin. Das weil ich will, dass die Hörer es kapieren, Mann. Naja, sie haben sie jetzt wahrscheinlich verstanden, aber dann kannst du nicht mit mir meckern, dass ich nichts dazu sage, wenn ich diese Serie nicht kenne. Du kennst sie doch jetzt, hast die beiden ersten Folgen gesehen. Ja. Gut, weiter so, bitte. Jetzt mal Fragen, die zum Thema sind. Zum Beispiel My Little Pony. Wäre es dir irgendwo in irgendeiner Situation peinlich, das zu erzählen, dass du das guckst? Jetzt gerade in diesem Podcast zum Beispiel. Also nur wegen mir. Wegen dir, ja. Es ist dir ein bisschen peinlich. So wie du hier auftrittst gerade, ja. Deswegen. Warum? Weiß ich nicht, weil ich muss dich ja leider sehen. Also, und ich sehe ja an deiner Körpersprache, wie du gerade mit dieser Thematik umgehst. Ja. Ist das ja, wie gesagt, ich kenne ja die Serie nicht weiter. Mhm. Gut, wenn ich jetzt weiter erzähle, was mich an der Serie fasziniert, dann meckerst du wieder, ich darf nichts sagen. Bitte dich. Ich denke ja auch an unsere Hörer. Das stimmt. Ja. Also ganz ehrlich, es tut mir leid für alle, die das Thema überhaupt nicht interessiert. Bitte keinen Daumen runter. Aber gleichzeitig finde ich das ja gut, dass die Leute mal hören, wenn du für was brennst, dass du wirklich leidenschaftlich daran gehst. Mhm. Darf ich eine Sache dazu sagen? Ich bin jetzt zum Beispiel, mich reizen so Zeichentrickserien, also die jetzt gerade so in dieser Zeit entstehen, moderne Zeichentrickserien fast gar nicht mehr. Ich gucke mir eigentlich kaum neue Zeichentrickserien an. Ich habe immer noch meine All-Time-Favorites, ob das jetzt DuckTales ist oder, weiß ich nicht, die ersten Simpsons-Staffeln und so weiter und so fort, die gucke ich immer noch. Aber ich bin zum Beispiel an einem Punkt, wo ich sage, ich kann Simpsons nicht mehr gucken. Also alles, was jenseits Staffel 10 ist, finde ich schrecklich. Oder ich gucke mir jetzt auch nicht irgendwelche neueren Disney-Zeichentrickserien an. Eine Ausnahme muss ich sagen, die neue DuckTales-Serie, die finde ich gar nicht so schlecht. Dafür, dass es ein Reboot ist. Aber an sich gucke ich mir keinen Zeichentrick an. Ich habe auch keine Kinder und so, dass ich mich da mit jemandem irgendwie hinsetze. Deswegen hat es mich irgendwie ein bisschen fasziniert, dass diese Serie mich so fasziniert. Ist ja auch faszinierend. Irgendwas muss es ja in dir, in dich, was ist halt immer in der Grammatik los, auslösen. Natürlich, man kann jetzt auch sagen, was das auf mein psychisches Bild vielleicht wirft, weil es ist halt wirklich so eine ganz heile, bonbonbunte Welt, in der halt nicht viel passiert, aber dafür ist es halt irgendwie so schon so fast sehr viel popkultureller Witz, der dahinter steckt. Ist dir die reale Welt vielleicht zu brutal? Natürlich. Ich finde diese Zeiten, in denen wir jetzt leben, sehr eklig. So alles, was man so jeden Tag liest, mit
über Trump und über Flüchtlinge. Also jetzt, um Gottes Willen, Moppekotze, nicht, dass du denkst, ich habe was gegen Flüchtlinge. Aber ich kann es nicht mehr lesen, dass jeden Tag so und so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken und da irgendwelche weiblichen Kapitäne verhaftet werden, weil die sich da alle nicht klar werden und so. Also ich finde das alles sehr belastend, weil die Welt so schrecklich ist. Ich bin ja eher so auf der psychischen Ebene unterwegs. Mhm. Du bist ja immer so für die Fakten verantwortlich. Ja, das Herz. Jetzt wäre zum Beispiel meine Frage, hast du dir schon mal vorgestellt, ein Pony zu sein? Also, nein, nein. Also in dieser Welt ein Pony nein. zu sein? Nein, das nicht. Hast du dir schon mal vorgestellt, in der Serie ein Pony zu sein? Auch nicht. Dafür bin ich zu alt. Ich glaube, wenn ich die Serie von 20 Jahren gesehen hätte, ja. Also ich habe zum Beispiel auch früher so mir vorgestellt, dass ich so bei Chip und Chap mitmache. Wenn ich mir so viel es gab ja auch zu Chip und Chap Hörspiele. Und da habe ich mal so mir vorgestellt, ich bin mit dabei. Ich bin, ich gehöre dazu. Ich bin so eine fette Maus oder so, die immer mitläuft, aber nichts sagt und hilft. Dann gehen wir nochmal zu den Ponys. Welche Kraft hättest du? Welche Kraft hättest du gerne? Also was stellst du dir vor? Du hast ja auch schon mal vorgestellt, was du für eine Kraft hast. Wie jetzt? Als Pony oder was? Ja. Nee, da ich mich ja noch nicht als Pony identifiziert habe, habe ich mir so darüber keine Gedanken gemacht. Aber du hast ja so schon mal wahrscheinlich vorgestellt, was du gerne für eine Kraft hättest. Also wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich gerne ein Einhorn, weil dann kann ich ja so mich selber teleportieren und so Dinge durch die Luft schweben lassen. Zum Beispiel könnte ich jetzt aus der Küche ein Messer aus dem Messerblock ziehen und dir heimlich von hinten in den Rücken. Aber das sagt ja schon viel, dass du ein Einhorn sein willst. Deswegen du hast du mich jetzt gerade gefragt. Ja, deswegen findest du wahrscheinlich die Ponys gut. Nee, ich glaube, das ist so, nee, ich glaube, nee, damit hat so ein versteckter Wunsch. Kein bisschen zu tun. Doch. Kein bisschen. Doch. Das hat eher was damit zu tun, dass es so eine Wohlfühlserie ist, die man echt gucken kann und da muss man nicht groß nachdenken und sie ist trotzdem amüsant und witzig und trotzdem nicht fordernd. Wärst du gerne ein Mädchen? Nein. Vielleicht mal für einen Tag. Ich würde mir wahrscheinlich den ganzen Tag nur an den Möpsen rumspielen, aber ja. Gut. Wenn du so dumme Fragen stellst, dann kriegst du auch wirklich dumme Antworten. Ich probiere nur rauszukriegen, was diese Serie in dir bewirkt. Wollte ich erzählen, da wurde gejammert, du hast keinen Sprechanteil. Ja. Dir ist es selber aufgefallen. Ich möchte ja, weil ich glaube, ich merke es halt immer wieder, ich bräuchte einen Partner, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Aber wenn ich hier einen habe, der die ganze Zeit nur schmatzt und so ganz verkrampft da sitzt und mich immer so anguckt wie nach Motte, irgendwie müssen wir jetzt über das wirklich 20 Minuten reden, dann macht das keinen Spaß. Ich habe ja eigentlich gedacht, Rotz und Wasser ist unsere Spielwiese. Wir können hier reden über was wir wollen und wenn es die Hörer nicht interessiert, naja, dann kommen neue. Ist auch egal. Was das ist alles egal. Es ist ja mein Hobby. Ich mache hier, was ich will. Und immer wieder dieser strafende Blick. Ja. Aber für sowas wie irgendwie Thomas. Schreibe den zweiten Teil von Krieg und Frieden. Für sowas muss ich Zeit haben. Als Hausaufgabe. Ich möchte jetzt dazu sagen, dass mir auch manches peinlich ist. Oder schon peinlich in meinem Leben war. Und zwar, was so Sachen betrifft, die eher so Jugendlichen lesen. Jugendliche. Mhm. Du weißt ja, mein früheren Leben. Eigentlich was? In deinem früheren Leben? Leben. Achso, ich dachte, mein früheren in deiner Lehmhöhle. Siehst du, ich habe so wenig gesprochen die ganze Zeit, dass meine Zunge eingeschlafen ist. Ja. In meinem früheren Leben. Mein Leben. War ich ja Maler und Lackierer. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe mich mal bei einer Firma beworben und habe da Probe gearbeitet. Ja. Ja. So. Und bin dahin und habe damals das Schwarze Auge Bücher gelesen. Mhm. Kennst du die? Ja, kenne ich. Das ist ja auch ein Rollenspiel und so, ne? Genau. Und davon gibt's eine Buchreihe. Hm. Und die Cover allerdings, die waren ganz billig ganz oft. Die haben überhaupt nicht zu den Büchern gepasst, so von dem Stil her. Also wirklich ganz billig und simpel. Hm. Und das Bild auf diesem Cover war so ein ganz schlechter Zauberer. So ein Zauberer. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Weiß ich nicht, der wahrscheinlich einen Feuerball zaubert. So richtig billig. So. Und ich musste da in so einem Häuserblock dahin und in so einem Keller runter. Und okay, da das ist jetzt aber auch schon wieder fast 20 Jahre her, ne? Das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht wie lange. Und da saßen die alle, so musst du dir vorstellen, so. Ich hab's vor Augen. So 14
Maler, ja, tätowiert und alles so eine, so na, nicht alle, aber viele wahrscheinlich so leicht proletarisch. Ja, es gibt, und ich will nicht dieses Vorurteil mit Handwerkern machen. Es gibt auch Handwerker, die wirklich sehr gebildet und schlau sind und ordentlich. So. Aber es gibt auch diese andere Sorte. Und hauptsächlich war diese andere Sorte im Keller und ich komme rein und ich dachte, weißt du warum? Weil im Keller ist es Bierkühler. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt pass auf. Und ich musste, glaube ich, um 7 da sein. Ja. Und ich bin ja immer so ein Mensch, der immer schon eine halbe Stunde vorher kommt, mhm, also so zur Arbeit und mhm, so. Und ich dachte, ich bin so früh da und mache die Tür auf mit meinem Magier in der Hand. Und alle 12 gucken mich an. Ja. Ich mit dem Buch. Erstmal, du liest Bücher. So, das war schon witzig. Das war die Begrüßung. Das war die Begrüßung des anderen. Mhm. Ah, ein Zauberbuch. Mhm. So. Wieso kenne ich diese Geschichte nicht? Es gibt ja so peinliche Geschichten. So, und ich habe mich so geschämt für dieses Buch. Das kannst du nicht. Und das Lustige ist, wir haben sie gefragt, ah, wie heißt du? Ja, Benjamin. Ah, und du liest viel so eine Zauberbücher? Also es, ja, es gut, schon, aber du darfst ja nicht vergessen, vielleicht war da auch viel Neid bei, weil Neid. Ich glaube, die Hälfte von den Leuten, die da war, die konnte nicht mal lesen. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Polz alle dumm sind und dass es nur Polz waren. Aber es war halt schon, da kommt ein Maler und Lackierer mit einem... Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon, ja. Und du siehst ja manchmal irgendwie was. Ein bisschen so mit deiner Brille wie Nerd aus, könnte man da sagen. Da hatte ich ja noch nicht, also ich hatte schon eine Brille, aber noch nicht so eine Brille. Okay. Ich fühle mich immer mehr wie ein Student, ganz schrecklich. Naja. Weißt du, du hast dich hier jahrelang immer über Studenten echauffiert und dann hast du eine zweite Ausbildung gemacht, dann warst du selber Student. Auch dieses, was du vorhin gesagt hast, irgendwie, ich bin dir ja jetzt geistig überlegen. Hast du das eigentlich hier im Podcast gesagt? Habe ich im Podcast gesagt. Vorgespräch, ne? Deswegen kannst du sowas nicht sagen, dass ich dir geistig überlegen bin. Das habe ich niemals gesagt. Niemals. Alles, was außerhalb des Mikrofons nicht gesprochen wird. Jedenfalls war das ein Gefühl, da habe ich mich geschämt, obwohl ich die Bücher sehr mag, das zu lesen. Mhm. Ja, weil ich es verstehe, weil du verurteilt wurdest. Und wahrscheinlich war dein Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt nicht so groß, dass du quasi darüber hinweggesehen hast. Ja, weil ich die alle nicht kannte auch. Auch das, wenn da irgendwelche, ich muss es leider sagen, so leicht prollige Typen sind, die dann auch so bestimmt so gelacht haben und einen so mitleidig und abfällig anschauen, natürlich fühlt man sich da schlecht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, heute würdest du es nicht mehr so schlimm finden. Ich glaube, heute wirst du sagen, ja und, ich mag das Buch. Und, was willst du jetzt? Schwierig, kann ich auch nicht so sagen. Also du weißt ja, dass ich bald wieder in der Schule bin. Ja. Zweite Klasse wiederholt. Witzig. Nein, bald wieder in der Schule bin, weil ich da eine Zusatzqualifikation mache. Mhm. Und ich wüsste nicht, ob ich in diese Klasse mit einem Zauberbuch... Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, du wirst es nicht machen. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich anders damit umgehen, aber aus der Erfahrung heraus würdest du es erst gar nicht provozieren. Aber es gibt auch Tage, da würde ich es provozieren. Also, ja. Es kommt, glaube ich, auch auf die Tagesstimmung natürlich ganz stark drauf an. Klar, immer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Stephen King auf einmal so einen ganz schlechten Ruf hat? Oh, du liest Stephen King. Hattest du das schon mal so? Ich nicht. Okay, du liest ja auch nicht mehr. Ich lese ja auch nicht mehr. Deswegen, ich lese nicht mal bei Little Pony. Aber ganz oft habe ich das so, Stephen King. So, und dann denke ich immer so, wer von denen hat wirklich ein Stephen King Buch gelesen? Und wer hat sich einfach nur die Meinung billig aufdrücken lassen? Ne? Oder von billigen Stephen King-Filmen, die meistens gar nichts mit den Büchern zu tun haben. Man muss auch ganz oft zwischen den Büchern und dem Film auch unterscheiden. Ganz stark. Ja, aber es ist eigentlich theoretisch, ich habe auch mal gehört, jeder kann ein Stephen King-Buch verfilmen, wenn er will. Der verschenkt für einen symbolischen Euro die Lizenzen. Also wenn du ihm sagst, ich will einen Stephen King-Film machen, du hast ein gutes Konzept, würde er uns bestimmt auch die Lizenz geben. Wenn du jetzt sagst, Thomas, ich habe eine Idee für eine Hausaufgabe, wir drehen einen Stephen King-Film, wir müssen ihm nur die Lizenz abkaufen, bringe ich dich um. Ja? Innerhalb von einer Woche, ne? Wo mir das zum Beispiel peinlich ist. Ich gehe ja, wir haben hier in Berlin einen Laden. Ja. Wir nennen mal jetzt nicht den Namen. Ja, kenne ich den. Ja, ja, da kriegt man günstig Bücher und kann sich auch hinsetzen und Kaffee trinken. Wir reden von dem Laden, wo wir uns letztens treffen wollten. Genau. Gut. Hm? Und da sind ja auch so, ich mag den Laden, aber da sind auch oft so eine Leute, so wo ich denke, ich will jetzt meinen Weitsprung machen von 8,90 Meter direkt in dein Gesicht. Mhm.
Also von den Leuten, die da sitzen. Weil die so arrogant und so. Ah, wir sind was Besseres, so kennst du sowas. Ja. Also so, ich war heute in einer Kunstausstellung. War ich auch noch. Ich kann dir langsam nicht mehr folgen. Du kannst mir nicht mehr folgen. Du machst einen Weitsprung von 8,90 Meter und warst in der Kunstausstellung. Ja, denjenigen direkt ins Gesicht, der da sitzt. Ach so. In dem Laden, weil... Ja. Weil dann der bist so du aber affektiert ist, so ekelhaft. Ja, Affektiertheit, das ist so, ein schönes Affektiertheit, Wort. Affektiertheit, genau. Dann bist du aber nicht, nicht in seinen mit deinem Hintern zuerst ins Gesicht gesprungen, sondern in die Ausstellung nebenan. Genau, oder? Nein. Ne? Das war schon wieder ein anderes Thema. Ach so. Tut mir leid, ich bin ein bisschen gesprungen. Also, bei diesem Laden mit den Büchern, da sitzen manchmal Leute, die so affektiert sind. Ja. Und da sehe ich richtig, wenn ich mir ein Stephen King Buch hole, was da liegt, wie die so denken, Stephen King, Ja, weil Stephen King, und das ist ja das, was du gefragt hast, hat ja jetzt auch nicht den besten Ruf, weil vielleicht viele denken, das sind auch so, naja, nicht Schundromane, aber... ich glaube schon, bei denen sind das Schundromane. Ja, Stephen King ist eigentlich auch schon wieder so eine Nische. Also ich meine, klar, der Mann hat... Nische. Aber eine sehr große Nische. Ja. Also eine Pop-Nische, sage ich jetzt mal. Obwohl er jetzt langsam wieder eine Nische wird, muss ich sagen. So bekannt ist er gar nicht. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin auch raus. Weil hat er nicht schon vor 10 Jahren gesagt, er geht jetzt in Rente und trotzdem kommen noch jedes Jahr 1-2 Bücher raus? Ich verstehe das nicht. Was ich jetzt aber sagen wollte, wenn ich einen schlechten Tag habe, so nicht so mein Selbstbewusstsein, ist mir das manchmal auch unangenehm. Ja. Es ist aber dämlich. Es ist das Dämlichste, was es gibt. Da brauchst du nicht raufgucken. War leicht übersteuert. Aber wenn ich dämlich sage... Werde ich sauer. Ja, natürlich. Weil ich selber auf mich sauer werde. Das habe ich ja auch. Also wenn ich gute Tage habe, dann sehe ich über ganz viele Dinge hinweg. Wenn ich schlechte Tage habe, dann nehme ich mir auch alles zu Herzen. Trotzdem geht es ja darum, dass, was die Peinlichkeit und die bewahrte Kindlichkeit angeht. Natürlich bin ich jetzt gerade in einer Situation, wo ich sage, ich gucke diese Serie über Ponys. Bin aber wirklich ganz ehrlich gefahren und habe ganz vielen Leuten im Freundeskreis erzählt, so, oh, ich guck das raus, entspannt mich, ich finde es super. Und ich muss aber sagen, die meisten haben sogar nicht negativ reagiert, sodass es mir peinlich war. Also viele haben so ein bisschen so gelächelt. Und manche haben, ich habe sogar Zuspruch bekommen, also dass Leute gesagt haben, irgendwie, echt, das ist ja cool und so. Aber ich habe kaum Reaktion bekommen, wie irgendwie, ja, du bist ja geistesgestört, dass du in deinem Alter noch sowas guckst. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat sowas gesagt, wie zum Beispiel, wenn ein erwachsener Mann eine Serie über Ponys gut findet, dann ist bei dem irgendwas falsch gelaufen. Du guckst es ja in einem deutschen Synchro. Ja. Wieso sagst du nicht Ponys? Wieso Ponys? Weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich habe ich es übernommen. Ponys. Ponys klingt irgendwie cooler, so wie Hip-Hop. Deswegen sag ich lieber Ponys. Warum stellst du mir immer so eine dämlichen Drecksfragen, die mich immer rausbringen? Und dann lachst du gleich wieder, na Thomas, was ist los? Kommst du nicht mehr zurück mit dem, was du erzählt hast? Na, Ponys. Wie hört sich das denn? Ponys. Ponys. Ponys klingt aber, es sind Ponys. Ponys. My Little Pony. Ponys. Deswegen sag ich es wahrscheinlich. Aber Ponys? Es sind Ponys. Okay. Also. Die deutsche Synchro ist teilweise übrigens richtig schlecht. Und wir haben ja schon mal auch privat drüber gesprochen. Da habe ich dir doch mal zum Beispiel das eine Lied gezeigt, was sie im Englischen und was sie im Deutschen singt. Ja, genau das Gegenteil. Ja, genau. Richtig lustig. Im Deutschen hat sie genau das Gegenteil gesungen von dem, was sie eigentlich wollte. Aber wir schweifen ab. Ja, der hat jedenfalls gesagt hier, der Freund, dass wenn ein erwachsener Mann sich eine Serie über Ponys. Ponys klingt irgendwie doof. Ich wusste dass du... Ach, ja. Ponys ist zu kindlich, wa? Nein, das klingt so, das ist nicht mein sprachlicher Duktus. So wenn ich jetzt sage, ein erwachsener Mann schaut sich eine Serie über Ponys an. Dann. So, weißt du, was ich meine? Nee, bei Aber wenn ich sage, ein erwachsener Mann schaut sich eine Serie über Ponys an, dann kann ich das viel besser sagen. Ich glaube, das hat eher was mit der Coolness zu tun. Weißt du, was das Traurige ist? Je länger wir darüber reden, desto weniger Bock habe ich auf die Serie langsam. Wirklich. Also vielleicht ist es ganz... Einerseits ist es schrecklich, auf der anderen Seite ist es ganz gut, weil du treibst es mir gerade richtig aus, dass ich keinen Bock mehr auf den Scheiß habe. Ja? Was ist denn mit den Ponys? Mit Ponys, ja, danke. Ja, oh, das klingt gut. Jetzt sind wir endlich mal auf einer Augenhöhe. Jetzt sind wir auf einer Ponys. Dass der Typ gesagt hat, ein Mann in meinem Alter, der sich Ponys anguckt, da ist irgendwas nicht richtig im Kopf.
Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Das meinte er ernst. Ja. Das fand ich leicht verletzend. Ja, aber nur leicht verletzend, dass jemand sagt, du bist geistesgestört. Dass ein Freund sagt, du bist geistesgestört. Das ist leicht verletzend. Ja, und er meinte es ernst. Gut, aber wer diesen Podcast hört, der wird sich auch am Kopf kratzen und denken, und die beide sind Freunde. Also wir beide. Die beide sind 37. Nein, noch nicht. Du wirst ja 37. Ich sag jedes Mal, schon seit Wochen sage ich bin 37, obwohl ich aussehe wie 12. Ja. Ja. Deswegen, du könntest mal Little Pony gucken, ohne dich dafür zu schämen. Aber du hast ja lieber Zauberer in der Hand. Ja, können wir mal irgendwie, es ist gerade wieder so ein bisschen. Du gehst ja immer zu den Ponys zurück. Nee, es geht. Ich rede über Zauberer, du bist schon wieder bei Ponys. Aber es geht doch jetzt einfach nur darum, dass klar, natürlich ist das irgendwie auch peinlich, sich hinzustellen und zu sagen, ich finde das gut. Aber warum ist es denn peinlich? Nee, also so, wenn ich drüber nachdenke, ist es peinlich, aber es interessiert mich nicht, weil ich wirklich sage, ich mag es. Und es amüsiert mich und es hat mir schöne Stunden beschert. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht wirklich geisteskrank bist? Kann ja sein, dass man das trotzdem denkt. Ja, dass ich geisteskrank bin, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Da sind aber nicht die Ponys dran schuld. Ich bin mir übrigens auch sicher, dass ich ein bisschen geisteskrank bin. Ja. Aber es ist zum Beispiel jetzt, um mal auf ein anderes Thema zu kommen, was meine lustigen Taschenbücher angeht, dass ich früher habe ich auch immer auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn ein lustiges Taschenbuch gelesen. Ich glaube, das mache ich jetzt seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, in der Bahn entspannten Disney-Comic zu lesen. Da weiß ich aber gerade nicht, ob es mir peinlich ist wegen meinem Alter oder ob ich einfach nur genervt bin, dass unsere scheiß Drecks-U-Bahn immer so voll sind und ich nicht entspannt lesen kann. Also ich kann in der Bahn super lesen, ich kann da komplett abschalten, da sind dann alle Leute weg. Das kann ich irgendwie gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich muss Podcast oder Musik in der Bahn hören, aber ich kann nicht mehr entspannt was lesen. Und wenn du dir vorstellst, du bist Tinky Winky, nee, wie heißt die? Tinky Winky? Meinst du das lila, das rosane Pony? Ja. Das ist Pinkie Pie. Pinkie Pie. Komm, die hatte was, oder? Die war ein bisschen witzig, ne? Mit ihrer Art. Die durchbricht gern die vierte Wand. Wenn du jetzt sagst, weiß ich, was die vierte Wand ist, dann raus. Ich weiß, was die vierte Wand ist. Ja, dass sie einen persönlich anspricht. Genau, sie durchbricht die vierte Wand, also quasi die Wand zu dem Zuschauer. Wir sind schon wieder bei den Ponys. Ja, du hast angefangen mit Tinky Winky. Ja, Tinky Winky ist nicht mal ein Pony. Das sind die Teletubbies. Ja, stimmt. Also wenn ich ein Teletubby wäre, würde ich mich ja schießen. Warum? Mag ich nicht, weil die können ja nicht mal einen geraden Satz sprechen. Die reden ja nur so Einzelwörter. Ja, und? Dafür sind sie lustig. Ah. So, es geht weiter. Hattest du denn noch peinliche Momente in deinem Leben? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich schäme mich manchmal. Was heißt, ich schäme mich? Ich muss dann ganz oft viel erklären, wenn ich sage, ich spiele gerne Computerspiele. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht, weil wir leben jetzt gerade in einer Welt, wo Affe ein Computerspiel spielt. Genau, weil es jeder Affe. Deine Ausdrucksweise sollte aber auch getestet. Also es geht mir jetzt darum, gerade Nerd sein ist ja jetzt eigentlich cool. Ich glaube, dass so dieses, durch Big Bang und so ist das alles so ein bisschen gekommen, dass quasi die großen Konzerne haben erkannt, wo das Geld ist. Und zwar bei den Nerds. Und ich breche hier gerade eine richtig große Sache auf. Ich sollte mich mal ein bisschen wieder zurückschrauben. Aber in Zeiten von Twitch und YouTube und YouTubern und Let's Plays in allen erdenklichen Varianten ist es doch eigentlich so gesellschaftlich in der Mitte angekommen, Computerspiele zu spielen. Dadurch ist es peinlich geworden. Weil alle Ist es peinlich geworden. Dadurch ist es peinlich geworden, glaube ich, für mich. Verstehe ich nicht. Weil es gibt sehr gute Computerspiele, die fast so sind wie Romane, die kunstvoll sind, die fast besser sind wie jeder Kinofilm oder Bücher, ja. Weil ein Computerspiel ist eine ganz große Kunstform. Das muss ganz lange unterhalten, das Spiel. Es muss 100 Stunden vielleicht unterhalten. Das heißt also, es muss eine Riesen-Story haben. Es muss also immer wieder spannend sein. Jetzt wirst du aber schon wieder sehr spezifisch, weil du wieder sagst, es muss, es kann auch kurze und kleine, knackige Spiele geben. Natürlich, es kann. Genau. Hast du Limbo zum Beispiel gespielt? Ja. Das geht ja, wenn du es durchspielst, ich glaube in 1,5 Stunden, wenn du richtig gut bist, hast du das durch. Und trotzdem ist es ein tolles, atmosphärisches Spiel. Nee, ich meine auch nicht das kurze Spiele, ich meinte nur, was ich gerne spiele. Ja. So die großen, langen und Rollenspiele und viel Text und so. Mhm. Wenn du aber sagst, du spielst gerne Computerspiele, denkt niemand an diese Spiele und die denken, ich spiele
die ganze Zeit Mario oder Temple Run oder Call of Duty. Ja, okay, also, aber das ist jetzt auch wieder deine persönliche Vorliebe, dass du diese Ego-Shooter-Spiele nicht magst. Das stimmt nicht. Ich mag Ego-Shooter-Spiele, aber die modernen, also sowas wie Unreal 1 oder Quake oder Doom. Ja. Also Single-Ego-Shooter-Spiele. Genau. Das hast du ja in den alten Call of Duty-Spielen ja auch noch, dass du immer eine Kampagne hast. Ja. Und da hast du halt den Multiplayer. Aber Multiplayer ist ja immer und immer beliebter geworden. Und du siehst ja zum Beispiel das letzte Call of Duty, Black Ops 4, da haben sie auf eine Kampagne komplett verzichtet, weil sie nicht die Zeit und das Geld aufwenden wollten. Stattdessen ist ja gerade Battle Royale-Modus in. Weißt du, also, und überleg doch mal, wie jetzt, aber das ist eigentlich schon wieder fast ein eigenes Thema, durch die ganze Monetarisierung, was Computerspiele für einen Wert bekommen haben an Verdienung. Verdienung, es ist so ein behindertes Wort. Nein, an Geldeinnahmen. Guck mal, früher war das doch so in den 90ern. Du hast ja ein Computerspiel gekauft. So, das hattest du noch in einer schönen Boxverpackung. So, mit einem schönen Handbuch. Gibt's heute alles kaum noch oder fast gar nicht mehr. So, und dann gab's irgendwann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ein Add-on. Also nochmal so ein eine Erweiterung und das war's. So, wie ist heute so ein Spiel aufgezogen? Du kaufst es dir, dann musst du erstmal trotzdem die Hälfte der Inhalte runterladen. Dann kannst du nicht mal auf alle Features zurückgreifen. Nein, du musst mit so einem scheiß Lootboxen kriegst du dann die Waffen, die du gerne spielen würdest. Du hast so eine Grundausrüstung an Waffen und wenn du aber sagst, ich will aber die Waffe haben, ja, entweder kaufst du die richtige Kiste, wo die Waffe drin sein könnte, ja, aber so oder du spielst so lange, bis du immer mehr Belohnung freispielst und sie eventuell drin ist. Aber so eine Spiele spiele ich ja gar nicht. Weiß ich. Und das Problem ist aber, dass die Leute denken, man spielt sowas, wenn man von Computerspielen redet. Entweder es gibt immer nur Mario, Zelda oder so eine Spiele. Oder GTA 5. Ich frag mich immer, mit was für Leuten du dich umgibst, weil ich diese Erfahrung nicht habe. Also ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten und gesagt, irgendwie, ja, ich spiele auch gerne mal Computer. Und da kommt da meistens so eine Frage wie, naja, was spielst du denn oder so? Da steht keiner auf, wirft den Tisch um und sagt, du spielst bestimmt Mario, du Schwuchtel. Bei mir. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Ich habe gerade Schwuchtel gesagt, als Stilmittel, um das zu untermalen, dass derjenige mich abwertig beleidigt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mag keine. Ihr wisst schon. Es war einfach nur ein Stilmittel. Finde ich gut, wie du dich gerade auch. Ich finde gut, wie ich mich noch weiter in die Scheiße reite. Genau, weil die Leute gleich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, so ein widerlicher Bastard. Ach, und ein Bastard, wenn jetzt ein Kind gezeugt wurde, wo die Eltern nicht verheiratet waren. Weißt, ich habe gerade alle Bastarde beleidigt. Ja. Das war auch nicht meine Absicht. Das Problem ist, dass ich ganz ab. Also, die Leute wissen ja, wie viel ich lese. Die meisten. Doch. Jetzt, die den Podcast Freunde, hören. Bekannte, weiß ich nicht. Okay. So, und wenn ich dann aber sage, ich spiele an der Xbox, dann gucken die mich an. Was, wirklich? Ja, und? So was Minderwertiges machst du? Wer sagt sowas? Viele Leute. Viele Leute. Ich denke, du magst keine Menschen. Die mag so. Ich mag ja auch keine Menschen, aber die mögen mich. Ach so. Also. Mhm. Wie, und da sagen wirklich Leute, was, du spielst Xbox? Ist ja minderwertig. So ungefähr, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, denkst du jetzt, ich lüge jetzt hier in dem Podcast? Ja. Warum sollte ich das tun? Weiß ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dir ins Gesicht sagt, du spielst Xbox und bist ein minderwertiger Mensch. Spielekonsole. Oder sind das wieder jetzt die 12 Bauarbeiter im Keller? Da könnte ich es mir vorstellen. Nee, die würden eher sagen, oh cool. Ja, genau. Und dann sagst du, aber ich spiele das Spiel mit dem Zauberer hier. Ja, von dem hat bestimmt jeder eine Playstation. Ja, okay. Ja gut, ja. Vorurteile, alle rausgehauen. Ja, wir haben heute nur Vorurteile, also ist ganz schlimm. Also es gibt Momente, wo es mir peinlich ist zu sagen, ich spiele gerne Computerspiele. Nee, bei mir, also kann ich so nicht wiedergeben. Aber ich zock und spiele auch nicht so viel wie du, muss ich auch wieder dazu sagen. Ich muss dazu sagen, seit wir den Podcast machen, seit Dezember war die Xbox nicht einmal an. Na, nur zum Netflix gucken. Für My Little Pony. Jetzt hat er es gesagt. Pony. Pony. Ja. Oh Gott, oh Gott. Dann gibt es noch was. Noch was? Oder du hast jetzt noch ein paar Sachen. Nein, jetzt erzähle ich auf einmal nur noch.
Nee, finde ich gut. Es gibt zum Beispiel Marvel-Filme im Kino. Kennt jemand Marvel-Filme im Kino? So Spider-Man und so, wahrscheinlich. Du kommst aber auch wirklich nur mit so popkulturellen Phänomenen, natürlich, die eigentlich jeder mag. Also ich kenne auch keinen, der sagt, wer Marvel-Filme im Kino guckt, ist minderwertig, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Darum geht's sondern gar nicht. Wenn ich zum Beispiel probiere, mich mit Leuten über Marvel-Filme auszutauschen, entweder kennst die Leute oder sie sagen, ist nicht meins. Boah, doch, da kenne ich schon Leute, die zu mir sagen, was, so einen Scheiß guckst du dir an? Ja, ich kenne auch einen gemeinsamen Bekannten von uns, der sagt, Marvel hat das Kino kaputt gemacht, Marvel ist scheiße und er gibt trotzdem konsequent jedem Marvel-Film 6 Punkte. Das ist mir nicht peinlich, weil ich trotzdem Filme gucke und ich gucke ja auch gerne schlechte Filme im Kino. Ich habe das schon mal gesagt, so lernt man auch wieder die guten Filme schätzen. Mhm. Also wenn ich jetzt nur Knaller sehe, ist es auch, also ich finde, so ein Film kann auch Ecken und Kanten haben ganz oft. Das macht auch den Film aus. Ich mag ja Hollywood-Blockbuster, wenn sie auch gut gemacht sind. Und ich bin auch bekennender Marvel-Fan. Wobei ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, es ist mir zu viel, weil das Thema jetzt schon seit über 10 Jahren geht. Also jetzt nur allein das Disney-Marvel-Kino-Universum. Und ich bin jetzt langsam so ein bisschen raus, weil es hat irgendwie so an Reiz verloren. Ja, ich finde, die Charaktere haben sich teilweise komisch entwickelt. Zum Beispiel Thor. Ich wollte es schon mal hier im Podcast sagen, aber du bist ja dagegen, dass wir über Filme sprechen, weil jetzt wieder alle abschalten. Ich wette, wir haben gerade. Es muss ja nur ganz kurz gehen. Du musst ja nicht immer hier so deine 95 Minuten. Aber Rotzen, was ist meine Spielwiese? Habe ich gesagt. Nein, ich fand, was sie bei Endgame aus Thor gemacht haben, also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin ja nicht so bewandert wie du mit den Comics, aber sie haben den Charakter Thor immer so ein bisschen stiefmütterlich und schlecht behandelt und ihn mehr und mehr zu einer Witzfigur gemacht. Thor in den Comics kann man gar nicht vergleichen, weil er so eine ganz hohe Sprache hat, ja, und so sieht. So wie im ersten Thor, der allererste Thor. Genau, da kommt es schon am ehesten, genau, hin. Und also, ist auch nicht vergleichbar mit dem Comic, aber es ist so ein bisschen angepasst. Genau, und so. Wir sind ja ehrlich, wir beide fanden den allerersten Thor-Film ja ziemlich trashig, aber das hat ja den Charme ausgemacht. Genau. Du findest Loki war auch trashig. Der Bösewicht. Der ist so super. Ja. Loki ist so witzig. Wirklich dieses, wie er von hinten so im ersten Teil ankommt. Aber ich schweife ab. Ich verstehe mal auch gar nicht, warum du den zweiten Thor so schlecht fandest. Fand ich wirklich schlecht. Aber ich weiß gar nicht, wieso. Der ist solide. Er ist jetzt nicht der beste Marvel-Film, aber ich verstehe immer nicht diese schlechten Kritiken. Und du bist ja nicht der Einzige. Ich kenne ganz viele Kritiken, wo die sagen, der zweite Thor-Film, einer der schlimmsten Filme der Marvel-Filme. Kann ich nur nachvollziehen. Gut. Kein Humor, die Beckenzähne. Aber ja, ist aber egal. Ja, ich weiß, ich will das nur noch zu Ende bringen, weil du gerade meintest, Thor zum Beispiel. Da habe ich mich zum Beispiel aufgeregt, dass er im Endgame war er einfach nur noch so ein Abziehbildchen seiner selbst und mit dem dicken Bauch da und so alles. Und dann hier, wir spielen jetzt Fortnite. Das Thor in den Comics. Ja, das war alles so albern und dem Charakter nicht würdig. Was ich jetzt sagen möchte. Mhm. Ich sitze jetzt in der U-Bahn. Ja. Und da kommt jetzt eine Jugendgruppe rein, 17 bis 22 Jahre. ja. Und setzen sich alle so um mich rum. So schön die Beine auseinander. Rotzen so auf den Boden. Sehen mich an und denken so, oh, der sieht ja in seinem Alter noch gut aus. Mhm. So, dann werden sie natürlich sauer. Nein, pass auf. Weil sie wissen, sie sehen, genau, wenn sie mal so, genau, alt sind, nicht mehr so gut aus. Und dann sehen sie so, boah, ist das eine Respektsperson, was hat der für einen Beruf und so. Und dann mache ich meinen Rucksack auf, meinen schäbigen Rucksack. Mhm. Und dann hole ich einen Spider-Man-Comic raus. Ja. Und das ist ja, ich bin ganz ehrlich, das wäre mir ein bisschen unangenehm, weil alle gucken mich an und denken so, okay, Spider-Man. Mhm. Da liest der Spider-Man. Rucksack, ganz kurz, Rucksack ist übrigens, jetzt unterbreche ich dich, was wolltest du sagen, Entschuldigung? Du müsstest aber zugeben, dass diese Situation wirklich unangenehm ist, denn so ein Comic rausholen, weil natürlich, du weißt, dass dich alle angucken, weil es guckt ja jeder hin, was du rausholst. Ja, dieses, sie müssen ja nicht mal was sagen, es reicht ja dann, wie sie sich so untereinander angucken und so grinsen und das ist eigentlich das Schlimmste. So, wenn einer dir ins Gesicht sagt, wann bist du ein Idiot? Da wird man vielleicht noch sauer und sagt, was willst du denn? Genau, aber diese Blicke untereinander und das, also das, was nicht gesagt wird, ist viel, viel schlimmer. Und Rucksack ist ein gutes Stichwort. Du kennst doch meinen Donald Duck Rucksack, ne?
Der liegt da übrigens in der Ecke da. Ja? Der ist, den hab, es gab ja von Vans eine Aktion, gab's Schuhe und so. Und die Schuhe habe ich übrigens auch. Dann habe ich mir diesen Rucksack gekauft und eigentlich war für mich so die Entschuldigung, naja, es ist ja Vans, es ist ja cool. Und es gibt Momente, wo ich selbstbewusst mit dem rausgehe und den trage und es gibt aber auch Momente, wo ich denke, nee, heute lieber nicht. Womit wir jetzt wieder beim Thema sind, wie die Stimmung ist. Aber eigentlich ist er sehr kindlich und peinlich. Aber warum denkt man so? Weil er könnte auch stilvoll sein. Ich mag ihn ja trotzdem, aber ich meine, guck mal, wir leben in Berlin und in Berlin darf man ja eigentlich alles. Naja. Ob es jetzt positiv oder negativ ist. Aber in Berlin kannst du theoretisch alles tragen. Weiß ich nicht. Ich denke schon. Lauf mal als öffentlich, jetzt kommt wieder was sehr Politisches, als öffentlich jüdischer Mitbürger durch Neukölln. Was das aber auch immer. Du sagst, man kann alles in Berlin. Ich meinte jetzt modisch, wie man rumlaufen kann. Und mein Beispiel, wie. Ja, du denkst jetzt an diese Keeper, ne? Lauf mal damit durch Neukölln. Ich hoffe, es wird keine Hausaufgabe. Witzig. Können wir das Thema bitte heute lassen? Ja, wir lassen das Thema. Das ist mir jetzt zu heißes sagen, Eisen. Man kann nicht alles in Berlin machen. Ich finde, das Thema gibt gar nicht mehr so viel her. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? My Little Pony hatte ich schon. Ich finde meine Notizen nicht. Warte, ich hatte aufgeschrieben, Comics, ja, Hörspiele habe ich noch, Zeichentrickserien haben wir eigentlich schon behandelt, Computerspiele hat es zugesagt, Hörspiele könnte man vielleicht noch was zu sagen, ich meine, gut, Hörspiele, es gibt ja auch natürlich Hörbücher für Erwachsene und alles so eine Sachen, hattest du Monster 1983 zum Beispiel gehört, was ja auch ein Hörspiel für Erwachsene ist? Ja, habe ich die erste Staffel gehört. Wie fandst du das? Ding, irgendwann habe ich ausgemacht. Ich habe die erste Staffel gehört, aber nie zu Ende. Passt irgendwie nicht. Der Satz irgendwie, das passt nicht zusammen. Nee, passt alles heute nicht. ich habe alle drei Staffeln gehört. Ich fand die sehr gut. War sehr spannend und hat mich nicht gelangweilt. Und da ist ja wirklich die Creme de la Creme der eigentlich deutschen Synchronsprecher dabei. Also es sind, ich weiß, wir unterscheiden ja mal bei Zentrale mit Hörspielsprechern und Synchronsprechern, aber es sind Manfred alles. Manfred Krug ist dabei. Nee, der ist nicht dabei. Der hat schon da, glaube ich, also wenn er dabei ist, dann hat er schon da das gespielt, was er jetzt macht, nämlich eine Leiche. Mann, deine Witze sind heute aber auch spitze, also wirklich. Kannst du dich erinnern, dass du im Vorgespräch gesagt hast, so, oh, die letzten vier Rotz- und Wasserfolgen waren alle super. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das im Schnitt hier bearbeitest, diese wird es nicht sein. Das ist mein Little Pony. Pony-Thema. Ja. Gut, es hat dich fertig gemacht, es hat dich ausgelaugt. Ja. Guck mal, die Sendung hatte einen Höhepunkt und zwar das Lied, was du gemacht hast. Stimmt, das war schon der Höhepunkt. Und dieses Lied, dadurch, dass die Sendung hier ganz schön gefallen ist, werde ich dieses Lied aber am Ende spielen. Ich glaube, es wäre gut, wenn du es umschneidest. Ich glaube, du solltest entweder erstes Thema machen, dann das Lied oder nochmal das Lied zum Ende reinschneiden. Alles in allem, was soll man jetzt dazu sagen? Ich würde gerne wissen, warum das so ist. Warum schämt man sich? Ich glaube, das ist auch so ein Gesellschaftsdruck, dass man sich seinem Alter entsprechend benehmen muss. Dass halt das nicht geht. Weiß ich nicht. Also ein 37-jähriger Mann kann nicht eine Serie über Ponys gut finden. Warum nicht? Ist natürlich Schwachsinn, weil eigentlich, wenn es einen glücklich macht und einem Freude auch macht, warum sollte man das dann nicht gut finden? Vielleicht hat es aber auch bei dir damit zu tun, weil du die ganze Zeit singst. Ich weiß ja nicht, ob du auch auf der Straße singst. Ich dachte, dass wir jetzt das ernsthaft hier diskutieren. Es ist für mich wirklich ernsthaft. Du weißt nicht, wie oft. Du hattest Geburtstag. Glaubst du, dass ich wirklich auf die Straße gehe und My Little Pony singe? Ja. Nein. Du hattest Geburtstag. Hier waren. Ja, das war ja so ein bisschen der provozierende Unterhaltungsaspekt. Dass du das angemacht hast, ja, das schon, im Fernsehen, gebe ich dir recht, aber ich habe dich beobachtet. Ja, viele haben mich an dem Abend beobachtet. Ich habe dich beobachtet und du hast dich unbeobachtet gefühlt und hast einfach mal so eine Zeile aus My Little Pony gesungen. Ist falsch. Ich habe mich sehr beobachtet gefühlt den ganzen Abend über und das war dann so. Ach, dein Mantra, dass es dir besser geht. Das war Verzweiflung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel von meinen Geburtstagsgästen das hier hören. Aber ich fand den Abend sehr
nervig und ich war sehr angespannt. Du musst aber immer zugeben, auch wenn du ja sagst, ich hasse dich so. Erzähl mir jetzt ein bisschen wieder was Privates, das bringen ja die Leute. Du sagst immer, ich hasse dich so. Aber eigentlich bin ich doch für dich ein gern gesehener Gast hier bei so'n Sachen. Ey, wem habe ich das allererste Stück Kuchen gegeben? Das hat mich sogar gefreut. Ja, oder? Ja, ich habe wirklich gegrinst. Ich habe mich zu dir bekannt. Ja, weil alle böse geguckt haben. Ja, das war aber wirklich... Es haben wirklich alle böse geguckt, warum ich witzig. Das erste Stück Kuchen kriege. Genau, so ungefähr 16 Leute im Raum. Na, okay, ich weiß nicht mehr. 15 waren schon, oder? Ja. 16 nicht, aber 15. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben, weil 16 ist zu nah an 20. Und ich glaube, es waren aber eher 12. Ja. Und witzig, ich komme rein und alle wollten diesen Kuchen unbedingt haben. Und Thomas ist direkt auf mich zu. Genau, demonstrativ Benjamin das erste Stück in die Hand gedrückt und gesagt, Benjamin kriegt das erste Stück. Und Benjamin hat voll gelacht. Und, alle, ja. Und das stimmt, es haben ein paar Leute böse geguckt. Es haben ungefähr schon böse geguckt. So nach Motto, warum der? Ja, und dafür, dass du immer sagst, dass ich dich nur hasse und so, merkt man aber, dass wir uns gegenseitig bei so einen Tagen aufbauen. Ja. Ja. Na gut, also ich mag dich ja auch. Ist doch so. Warum soll ich denn lügen? Ich weiß. Ja? Und danach hat erst der restliche Pöbel den Kuchen bekommen, den ich nicht mal selber gebacken habe. Nein, aber du hast gesagt, dein Geburtstag war sehr nervig. Willst du noch sagen, warum? Weil mich das immer nervt, so viele Leute um mich herum zu haben. Jetzt könnte man sagen, warum lädt er sich denn alle ein? Weil eigentlich mag ich es, alle an einem Tag im Jahr bei mir zu haben. Und das sind ja wirklich Leute von den unterschiedlichsten Schichten. Nein, nicht Schichten, aber normal. Also viele würden wahrscheinlich im wahren Leben gar nicht aufeinandertreffen oder sich verstehen. Und das ist dann so ein Abend so, da sind die Leute teilweise gezwungen, sich zu unterhalten. Das ist eigentlich ganz witzig. Was schön ist, es sind alle relativ albern, jeder macht alles mit, das muss man ja schon sagen. Ja. Obwohl es wirklich ganz unterschiedliche Typen sind. Richtig. Aber es reißen sich alle einigermaßen zusammen. Ja, aber ich habe dann immer so den Anspruch irgendwie, ich kann es nicht ertragen, wenn es dann still ist. Und dann denke ich immer, ich muss jetzt unterhalten und so. Sonst reden wieder alle böse hinterm Rücken. Ja, aber es waren ja eigentlich alle unterhalten, oder? Ja, aber ich habe mir schon jetzt wirklich gesagt, nächstes Jahr werde ich nicht feiern. Weil warum? Ich habe keine Lust. Es ist mir alles zu anstrengend. Aber du musst doch seinen Geburtstag feiern. So wie du? Wann hast du das letzte Mal deinen Geburtstag gefeiert? Mit 18? Also mit jetzt richtig mit Gästen, sag ich. Mit 25. Ja, okay, kann ich mich zum Beispiel nicht mehr mit 25, ist ja 12 Jahre her. Ich habe zweimal meinen Geburtstag gefeiert. Ach stimmt, das war zweimal Mövenpick, ne? Ja. Und das ist meine Taktik. Die Leute denken wirklich, ich bin geisteskrank, aber es stimmt wirklich. Ich habe die Leute zum Mövenpick eingeladen, morgens zum Frühstück, zum Brunch. Da gab es das noch alles so von 9 bis 13 Uhr, glaube ich. Mhm. Und mein Ziel war es, weil ich das halt hasse, was du gerade gesagt hast, um 13 Uhr müssen wir da raus sein aus dem Laden und jeder geht nach Hause. Genau. Das heißt also, ich war um 14 Uhr alleine zu Hause. Es ist krank. Zur damaligen Zeit, weißt du noch, wie ich da drauf war, da habe ich gedacht, aber was ist denn das für ein Mensch und so, der will ja nur seine Ruhe und der gibt einem so das Gefühl, ihr seid zwar meine Freunde, aber ich will euch jetzt nicht mehr bei mir haben. Fand ich immer sehr schade. Aus heutiger Sicht sage ich, alles richtig. Heute bin ich eigentlich fast genauso. Dazu möchte ich mal sagen, welche Freunde, obwohl ich damals eigentlich noch viel mehr Freunde hatte, wer war alles bei diesem Mövenpick-Geburtstag von meinen Freunden? Ja, ich? Ja. Ja. Und Anuki. Benjamin, jetzt hau hier nicht irgendwelche Insider-Sachen raus, die kein Mensch versteht. Und was denn? Das war ein Mensch, den wir dreimal gesehen haben. Aber diejenige war da. Stimmt, die war da. Ja. Ja, stimmt. Wieso hast du die eigentlich eingeladen? Ich weiß es nicht. Du und sie, also du als Freund und die Person, die ich dreimal im Leben gesehen habe, stand über allen anderen Freunden. Ihr beide waren da. Und über deine Mama. Die war doch da, oder? Ja, aber... Okay, ich wollte nicht, dass sie kommt, aber sie war da. Aber die war schon ein bisschen süß, die Anuki, ne? Die war schon ganz nett. Ich habe von ihr... Die hieß übrigens nicht Anuki, das war ihr Spitzname. Nein, wir sagen es nicht, Benjamin. Wie unser Spitzname für sie war. Nein, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht machen, denn sie hat uns bei Facebook beide unter Freunde. Und wenn sie diesen Podcast hört und hört, wie ihr Spitzname... war, dann sind wir keine Freunde mehr. Ja. Stimmt, und wir brauchen jeden Hörer. Wir brauchen jeden Hörer. Oh Gott. Ja. Machen wir noch was aus der privaten Plauderkiste aus? Ja, ist besser als das Thema hier, oder? Ja, das ist wirklich so. Irgendwie, eigentlich kann man so viel darüber sagen. Über was? Über dieses
Mit der bewahrten Kindlichkeit. Dazu wollte ich auch noch was sagen. Fühlst zwar, du dich wie ein Erwachsener zum Beispiel? Nee. Und das ist es, glaube ich, zum Beispiel. Ich werde ganz oft angesprochen, also jetzt nicht von dir, weil du immer das Gegenteil erzählst, dass viele sagen, was, du bist schon 37, du siehst aber viel jünger aus. Wie, ich erzähle das Gegenteil. Jetzt ist das Gegenteil. Wie ich sage, was, du bist 37, du siehst aus wie 45? Ja, wegen meinen Haaren zum Beispiel, weil ich so einen krassen Haarausfall habe, was jetzt auch nicht stimmt, aber mir tut immer so, als wirklich hätte ich noch 3 Haare auf dem Kopf. Ja, da lacht er. Egal, es gibt Leute, die mich ansprechen und sagen, ach, du wirkst aber viel jünger. Du wirkst viel jünger und siehst dadurch auch jünger aus. Und ich glaube wirklich felsenfest, ich fühle mich ja immer noch so teilweise wie 18, dann auch mal wieder ein bisschen älter, aber dann oder wieder wie ein 12-Jähriger. Und ich glaube, weil wir so Typen sind, die ihr innerliches Kind bewahrt haben oder nee, ihre kindliche Freude, sich über einfache Sachen zu begeistern, ob das jetzt dein Kinderbuch hier mit dem Zauberer ist oder die Ponys, die es Ponys. War kein Kinderbuch. Ja, Mann, ich mach doch nur Spaß. weißt du, dass dadurch einfach wir immer noch so Bezugspunkte haben zu etwas, was uns wirklich so was Unschuldiges gibt, dass wir dadurch nicht altern. Bei mir hat das, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun mit meinem Beruf auch so, weil ich ja mit Kindern arbeite und da ist es so, wenn ich sehe, wenn ein Kind, weiß ich nicht, Sand in die Hand nimmt und in einen Eimer reinwirft und den dann ausschüttet. So, das ist für mich, und das Kind freut sich darüber. Und dann ist es bei mir auch so, ich gucke mir den Sand an, was macht der für Geräusche, wenn man den in den Eimer wirft und so. Dadurch habe ich nochmal total den Kinderblick. So, aber das bewirkt auch was in mir, dass ich ganz viel wertschätze. So, das ich laufe nicht nur so über Sand oder nehme den in die Hand, sondern guck den mir auch wirklich in meiner eigenen Hand an und wie der sich anfühlt und so. Und ich glaube, so ist es dann auch. Du bist ein Genießer. Ich glaube in vielen Dingen wirklich. Und auch wenn ich jetzt so My Little Pony, so ein Pony, so jetzt kommen wir schon wieder dahin. auch wenn ich das jetzt so ein bisschen schlecht gemacht habe, kann ich mich trotzdem in ein Kind hineinversetzen und so ein bisschen nachvollziehen, wie das Kind vielleicht diese Sendung finden würde. Und ich glaube, das können ganz viele nicht, wollen es auch nicht. Und dadurch haben wir nochmal einen anderen Blick. Wenn ich zum Beispiel Der kleine Hobbit lese, also von Herr der Ringe, Der kleine Hobbit, das Vorgängerbuch, was ja eigentlich mehr so ein Kinderbuch ist, finde ich das Buch trotzdem gut, weil ich einfach weiß, es ist für ein jüngeres Publikum geschrieben, aber ich probiere mir trotzdem vorzustellen, wie fühlt sich das Kind, wenn es gerade dieses Buch liest. Oder ist genauso bei mir Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Dieses Buch ist für mich einfach ein Traum, es ist richtig gut, es hat mich eigentlich so zur Fantasy Bücherwelt hingeführt. Es ist für Kinder, aber trotzdem löst es bei mir ganz stark was aus. Also bei mir ist es nicht so, dass ich denke, das kann mir oder soll mir nicht gefallen, weil es für Kinder ist. Und ich glaube, so denkst du auch ein bisschen. Aber ich habe das jetzt nicht ganz verstanden gerade. Ich auch nicht mehr. Fühlst du dich dann selber wieder wie ein Kind oder denkst du dann eher so, ich verstehe, dass das ein Kind gefallen könnte? Einmal fühle ich mich dann vielleicht selber ein bisschen so und andererseits geht mir das eher darum, was wurde für ein Universum geschaffen? Welche Idee steckt dahinter? Also so dieses Gesamtkonzept. Wenn das Gesamtkonzept gut ist, so diese erdachte Welt und so, dann finde ich es toll. Und da ist mir egal, ob es eine Welt ist für 3-Jährige, 5-Jährige, 12-Jährige, 100-Jährige. Es ist genauso. Ich nehme jetzt das Thema und weiß, dass ich dafür sehr gehasst werde. Wir nehmen jetzt wirklich mal das Thema Teletubbies. Ich dachte, jetzt kommt Pegida. Nein. Gut. Wir nehmen jetzt das Thema Teletubbies. So. Natürlich, aus Erwachsenensicht ist es der größte Schrott der Welt. So, der größte Schrott der Welt. Was ist aber, jetzt müsste man sich natürlich fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, wenn ein Dreijähriger oder so eine Sendung guckt. Was ist aber, wenn ein dreijähriges Kind diese Sendung sieht? Für den ist es ja schon mal nicht so schwachsinnig. Da geht es zum Beispiel, alle Teletubbies haben verschiedene Farben. Denn vergessen immer viele, dass die Teletubbies nur so ein Rahmenprogramm ist, so drumherum. Dass, wenn die Teletubbies da ihre Geschichte erzählt haben, die, weiß ich nicht, 5 Minuten geht, kommt da ein Zwischenfilm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele überhaupt diese Zwischenfilme kennen. So, und der Zwischenfilm. Wurde denn nicht immer zweimal sogar gezeigt? Genau. Und der erste Zwischenfilm, der Zwischenfilm ist dann zum Beispiel, wie Kinder
im Swimmingpool spielen und springen und eine Kinderstimme, die ganz normal spricht, ganz normale Sätze spricht, erzählt, was sie gerade macht. Ja, ich steige jetzt darauf auf den Stuhl, springe ins Wasser, bla bla. So, und dann wird diese Geschichte nochmal wiederholt. Jetzt sagen alle, was ist denn das für ein Schwachsinn, wird nochmal wiederholt. Aber was, wie weit ist die Entwicklung vom Kind? Was macht es beim Kind, wenn es was sieht, was eben war und jetzt nochmal wiederholt wird? Also da ganz kurz. Ja. Ich glaube, Teletubbies war wirklich für eine Zielgruppe von 1- bis 2-Jährigen entwickelt. Jetzt könnte man darüber streiten, wenn man, klar, wie du schon sagst, als Erwachsener sieht man dahinter null Mehrwert, weil das einfach nur so aneinandergereihte. Es ist ja nicht mal eine Geschichte, sondern die Teletubbies tanzen und bewegen sich und die Worte, die sie von sich geben, sind ja so eine Babysprache. Natürlich sagt man sich dann als Erwachsener irgendwie, das ergibt keinen Sinn. So, vielleicht erfreut sich das Kindern, die Kinder an den Bildern, aber jetzt könnte man auch wieder sagen, muss man denn einen 1- bis 2-Jährigen schon vor die Kiste setzen und damit konfrontieren? Das ist ein ganz anderes Thema. Weil dann lieber, dann bin ich lieber Fan von sowas wie die Sendung mit der Maus oder Sesamstraße, womit wir ja auch aufgewachsen sind. Das ist ja dann zwar ab, glaube ich, 4, 5, ne? Aber da hast du ja einen Mehrwert, da lernst du ja was, da lernst du zählen, da lernst du die Buchstaben, da lernst du Farben und so. So, und jetzt ist aber der Witz, dass es bei Teletubbies auch ist, in diesem Zwischenfilm. Gut, da muss ich jetzt aber ehrlich gestehen, ich kenne nur das Phänomen Teletubbies, ich habe es aber nie gesehen. Genau, und da ist das Problem, dass es fast keiner hat, gar nicht, keiner die Zwischenfilme kennt. Und ich frage mich immer, wenn die Teletubbies nicht sprechen würden, wäre das auch schon wieder ganz anders. Würden die nicht sprechen, sondern sich nur bewegen, tanzen, die Geschichten machen, wäre es gar nicht so ein, ich sag mal, fast Skandal geworden. Aufreger. Sondern es hat was mit diesem Sprechen zu tun. Du meinst dieses Lala, Pinky Po, genau. Ja. Ja, schwierig. Also wenn dann, eigentlich bin ich dagegen, einen 1- bis 2-Jährigen überhaupt mit Fernsehen zu konfrontieren. Bin ich auch dagegen. Ja? Ich finde, ab 3 kann man das ruhig machen, so in wirklich Maßen, so 10 Minuten, 15 Minuten genau. Oder so. Denn ich bin für die moderne Medienpädagogik, wo man nicht sagen sollte, ein Kind soll überhaupt keine Medien bekommen, denn das Kind heutzutage kriegt doch die ganzen Medien mit. Ich finde, es ist viel wichtiger, dem Kind zu zeigen, was kann man Gutes mit den ganzen Medien machen. Ja. Sagen wir mal, ein Kind ist zu Hause, ist am Tablet. So, das, ich sehe das bei mir, in meiner Einrichtung. Alle Kinder reden nur vom Tablet und sind da dran. Jetzt ist es in der Kita verboten. Was passiert aber zu Hause? Sie sind da dran. Also, was sollte jetzt die Aufgabe sein in der Kita? Was kann man denn noch mit einem Tablet machen? Man kann mit einem Tablet zum Beispiel Theaterkarten bestellen. Man kann mit einem Tablet, ja, ist so. Du kannst mit einem Tablet, Nee, das Kind soll Theaterkarten bestellen. Haben wir schon alles gemacht. Ach so. Ja. Okay. Du musst einfach nur dem Kind, also zeigen, wie das funktioniert. Oder, die Kinder, dass sie alleine Google benutzen und gucken, wie sieht ein Löwe aus oder sowas. Also, dass die Kinder lernen, man kann damit nicht nur dumme, langweilige Serien angucken oder weiß ich nicht, oder berieseln lassen, sondern man kann es punktuell nutzen, um tolle Ergebnisse zu erzielen. Wir sind ja vom, ich würde jetzt kühn behaupten, bei mir ist es zumindest so, bei dir weiß ich es nicht zu 100%, vom Fernseher sozialisiert worden. Also mich hat eigentlich der Fernseher erzogen. Nee, das kann bei mir gar nicht sein. Gut, dann ist es bei mir so, weil das geht jetzt aber auch schon wieder zu sehr ins Private, wie die Situation bei uns zu Hause war. Aber ich habe früher sehr, sehr viel Fernsehen geguckt, weißt du? Und deswegen, aus heutiger Sicht sage ich auch, nicht gut, dass es so gekommen ist. Aber eigentlich löst ja jetzt ein Medium nur das andere ab. Also wenn es früher bei uns der Fernseher war, ist es ja jetzt das Internet und irgendwelche Geräte, Handys oder, wie du schon sagst, Tablets. Also das ist ja dann wieder nur die Aufgabe von den Erziehungsberechtigten. Genau, und ich sehe aber eher ein anderes Problem, und das sehe ich auch so im Freundeskreis und weiß ich nicht, dass viele Kinder ununterbrochen da dran sind. Bei mir war das früher so und bei vielen anderen auch, würde ich jetzt mal sagen, dass wenn es bei mir an der Haustür geklingelt hat, und jemand da unten stand und hat gesagt, Baby, kommst du Fußball spielen? Habe ich das ausgemacht und bin Fußball spielen gegangen. Und ich habe schon viel mehr zum Beispiel Computer oder Konsole gespielt, wie man es eigentlich sollte. So, meine Mutter hat aber gesagt,
sobald irgendeine Aktivität für draußen geplant war oder so, habe ich lieber das gemacht. Und dann hat sie gesagt, ach, dann lass ihn doch mal, weiß ich nicht, wenn es geregnet hat oder doch schlechtes Wetter, dann spielt er eben mal 5 Stunden hintereinander. Mhm. Aber ich war jeden Tag trotzdem draußen und habe was gemacht. Und heutzutage aber kenne ich das ganz oft, und da sind die Multiplayer-Sachen so ein bisschen schuld. Mhm. Wir treffen uns nicht mehr draußen, sondern wir spielen online. Und ganz viele Kinder sind nur in der Wohnung und gehen nicht mehr raus. Ja, klar. Und das ist so ein bisschen... ist witzig, wie wir jetzt hier zum... wieder so ein ganz anderes Thema. Aber das ist das Konzept des Podcasts. Es heißt nicht umsonst geordnetes Chaos. Wir können ja auch einfach 3 Themen in den Titel schreiben. Oder so. Aber langsam habe ich keine Lust mehr. Es ist ja auch schon wieder spät. Ja. Aber jetzt haben wir uns langsam warm gequatscht. Nur das Problem ist, die jetzt noch dran sind, die es geschafft haben, sich nicht von My Little Pony langweilen zu lassen, die, also Dankeschön dafür. Ihr wisst uns wirklich, also ihr müsst wirklich die wahren Fans und Freaks sein, die uns mögen. Ja, denn heute hat ein bisschen der Humor gefehlt. Das stimmt, aber das fällt mir in letzter Zeit oft auf, dass der Humor fehlt. Dieser schreckliche Podcast, den du und Olli gemacht haben. Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. Ja? Der war sowas von Humor. Ich muss mal jetzt dazu sagen. Nein, das war Spaß. Ich muss jetzt mal dazu sagen, die Leute, die vielleicht auch die Zentrale hören. Mhm. Wir haben für Thomas, er hat sich das gewünscht, ja, ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Darf ich es bitte sagen? Wie, was willst du sagen? Meine Idee war dahinter, weil bei unserem Zentrale-Podcast quasi bin ich ja immer da. Also meistens machen wir beide das. Es gibt aber auch Folgen nur mit Olli und mir oder wir sitzen zu dritt. Und mein Wunsch war erstens, ja, ich würde gerne mal einen Podcast nur mit euch beiden haben, um dem Hörer eine Abwechslung zu geben, dass nicht immer nur der nervige Faktentyp dabei ist und um so eine einfach so eine Rotation zu haben. Jetzt darfst du weiterziehen. Ja. Über was hat sich denn Thomas beschwert, nachdem diese Folge veröffentlicht wurde? Es sind zu wenig Fakten. Und ja, der Humor ist unterirdisch. Habe ich so nicht gesagt. Ja, aber gesagt, mir hat's an Humor gefehlt. Und ich kenne euch ja, ihr seid ja so lustige Typen, die manchmal so richtige Stimmungsbomben sind. Und das hat mir leider gefehlt. Also ich muss sagen, nachdem ich diese Folge mir auch noch 2-3 Mal angehört habe, ja, es ist einer der stimmungsvollsten Folgen in meinen Ohren. Sehe ich nicht so, aber... Du bist ja auch blind. Farbenblind. Aber das Problem ist, ich habe Wörter benutzt und pass mal auf. Ich muss mal kurz ausholen. Pass mal auf. Ich denke ja immer, in meinem Alter habe ich dazugelernt. Ja. Ich hatte doch mal eine Freundin, die du auch kennst. So. Wahrscheinlich. Ja. Ich hatte ja, man kann ja an einer Hand abzählen, wie viele Beziehungen ich hatte. Man kann es an einem Finger abzählen. Man kann es an einer Fingerkuppe abzählen, genau. Wenn ich mir jetzt hier noch die Hälfte vom Finger abreiße, reicht es auch. So. Aber wir reden jetzt von der langen Beziehung. Ja? Ja. So. Und ja, du weißt, ich habe mich mit der sehr oft gestritten. Und irgendwann mal im Streit, ich bin ja manchmal so der derbe Typ und so, habe ich zu ihr gesagt, du bist ein Stück Scheiße. So. Ja. Das fand die gar nicht so witzig. Fand die nicht so witzig wie du. Obwohl du nur gesagt hast, du bist ein Stück Scheiße. Wenn du so sagst, dann ist es voll schrecklich. Ja, merkwürdig. So, da wollte sie sich trennen. Schon damals. Aber ist ja egal. Hab mich dann ganz doll entschuldigt und so. Und hab aber, bevor der Entschuldigung immer so drauf gepocht, dass sie es wirklich ist. Nein. So. Und ich habe eine Kollegin, die kennst du auch, die war auch an meinem Geburtstag hier. Und der habe ich das mal erzählt und hat sie auch gesagt, ja, du bist ja auch dumm. So, natürlich findet eine Frau sowas nicht gut, das findet niemand gut. Hat sie die mit dem Tisch? Nee, mit den Locken, wie mit dem Tisch. Die sich immer ihre fettigen Finger in deiner Hose abwischt. Also, aber kann sie sich nicht erinnern, dass mir auch irgendjemand so einen Tisch schenken soll? Nee, das nicht war am die. Anfang des Podcasts. Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Danke. Ich bin schon so alt. Ich kann mir doch nicht hier alle Witze von dir merken. Witze? Ja, und Gags oder was du hier erzählst. Ich wollte wirklich von ihr auch so einen Tisch. Warum willst du einen Tisch? Frag doch einfach, ob du auch einen Tisch haben darfst. Das ist doch viel netter, als zu sagen, ich will einen Tisch. Nee, ich will einen Tisch. Ja. Du, wir schweifen jetzt komplett ab. Bleiben wir doch erstmal bei dem Stück Scheiße-Thema. Jedenfalls hat meine Kollegin zu mir gesagt, niemand findet sowas toll und so. Und vielleicht hättest du sagen sollen, du benimmst dich wie ein Stück Scheiße.
Das ist zwar auch nicht nett, aber es ist immer noch was anderes, als jemand zu sagen, du bist ein Stück Scheiße. Wenn man sagt, du benimmst dich, ich bin ein Stück Scheiße, dann ist derjenige es ja nicht, aber er hat gerade so grobe Züge von dem. So. Und ich habe, nachdem Bamin und Olli mir diese Folge geschenkt haben, erstmal nicht geantwortet. So, Bamin ist ja nicht dumm, der weiß, wenn Thomas nicht antwortet, dann findet das nicht gut, aber er will nicht mit der Sprache rausrücken. Und dann habe ich dir privat geschrieben, ich habe probiert, diesen Podcast aus Hörersicht neutral zu hören, also als jemand, der den Podcast gar nicht kennt, das ist die erste Folge, die ihr hört, und deswegen meinte ich dann so, naja, ihr wirkt ein bisschen wie grenzdebile Idioten, die probieren, einen Drei-Fragezeichen-Podcast zu machen. Soll ich mal als Gag so. Die Sprachnachricht hier einfügen? Nein, bitte nicht. Ja? Aber damit sie mal dieses Gefühl haben von deiner Tonlage. So, wie gesagt, Stück Scheiße, sage ich nur, ne? So, und ich dachte ja, ich habe dazugelernt. Aber anscheinend war das wohl immer noch zu beleidigend. Obwohl ich sage, ihr wirkt wie zwei grenzdebile Idioten. Und trotz meiner Betonung, es ist ja nicht meine pure Meinung, sondern einfach nur, ich habe probiert, mich in jemand anders hineinzuversetzen. Ich finde, dass es das ganz schön abschwächt. So, verstehst du das? Ich möchte nochmal... ich sage es auch gerne nochmal hier im Podcast, damit es jetzt jeder hört, wenn ich dich und Olli oder euch beide beleidigt habe, das nicht meine Absicht. Ich nehme doch jede Entschuldigung von dir an. Ja, aber du kramst es auch immer wieder raus. Das stimmt. Doch, ja, danke, das war das erste wahre Wort in diesem Podcast. Ich möchte dazu aber sagen, jetzt kommt doch ein wahres Wort. Welches war ich bin sicher. Die erfolgreichste erste Folge bei Die Zentrale? Weißt du, dieser zentrale Podcast hat sich jetzt nach 13 Folgen natürlich ein bisschen etabliert und es wächst von Folge zu Folge. Das jetzt an einem Tag die Folge war mit den meisten Downloads, schmückst du dich jetzt mit diesem Ruhm und sagst, es ist die erfolgreichste Folge, Thomas. So also, schrecklich kann sie nicht hast sein. Hast du dir danach mal die Verlaufszahlen angeguckt? Das ist danach ziemlich weit oben alles geblieben ist. Ja. Weil die Leute, die jetzt die Musik des Teufels gehört haben, diese super Folge mit mir, Donny, die haben jetzt so viel Werbung gemacht. Hier, hört euch die super Folge an. So lustig, alle 10 Minuten Thomas-Gag. Die lieben das. Also, pass mal auf. Ja. Wir machen jetzt hier gerade ganz, ganz krass Werbung für Zentrale Podcast. Eigentlich müssten wir mehr Werbung für Rotz und Wasser machen im Zentrale Podcast, weil Zentrale ist nun mal der erfolgreichere Podcast von uns. Hört euch gern die Folge an und ich sage es jetzt nochmal. Sie hat einfach nicht meinen Nerv und meinen Humor getroffen. Ich habe auch nicht gesagt, Bamin, das war grottenschlecht, weil wenn ich wirklich so eine Star-Allüren hätte oder so eine Diva wäre, dann könnte ich ja auch sagen, ihr macht da alle 10 Minuten unter dem Deckmantel von Thomas ist toll blöde Witze über mich. Stimmt gar nicht. Könnte ich ja sagen, ich will nicht, dass es veröffentlicht wird. Vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, weißt du genau, wie ich da Vor drei Jahren, wie ich da charakterlich drauf war, da hätte ich es gemacht. Aber jetzt bin ich so tiefenentspannt, dass ich sage, mein Gott, es war ein Experiment. Vor 3 Jahren hätte es sogar sein können, dass du mich an den Haaren irgendwie reingreifst und in die Wand speist. Das verwechselst jetzt mit dem Ende 90er, Thomas. Na gut, stimmt auch. Vor 3 Jahren hätte ich dir vielleicht nur ins Gesicht gespuckt. Aber jetzt, und genauso wie... erst auf meinen Laptop getreten, als ich es nicht veröffentlichen genau, kann. Genau, richtig. Sowas hätte ich gemacht, so, das reicht jetzt. Das Geile ist, ich habe ja zum Geburtstag einen Kassettenrekorder bekommen. Und das heißt, ich könnte mir jetzt wieder diese Kassette anhören, die wir gemacht haben als Schüler. Nein. Du weißt, wenn das irgendwann... Ich darf das dir gar nicht erzählen, ne? Weil dann wollen die Leute das hören, die Hörer. Wir können da... Das wäre unser Tod. Das Problem ist, diese Kassette... Ja. Also es wäre wirklich, ich glaube, wir wären sogar fast im Gefängnis. Ja, stimmt, wohl, ja. Also wenn jetzt die Hörer sagen würden, sie wollen was von dieser Kassette hören. Nein, machen wir nicht. Das geht gar nicht. Das ist eine Jugendsünde. Du könntest höchstens 3 Wörter aus 10 Minuten rausschneiden, die man abspielen könnte. Gut, wir waren 14, muss man dazu sagen. Aber okay, 14. Aber du weißt, wie die Welt draußen ist. Shitstorm, wenn einer sagt, hier vor 20 Jahren hat er in einem Tweet gesagt, er mag keine schwarzen Hosen. Dann heißt es ja... übersetzt, er mag auch keine farbigen. Karriere vorbei. Und ich sage dir, wenn diese Kassette ans Licht kommen würde, wäre auch der Podcast hier vorbei. Und das ist auch dieses Problem. Wir haben ja früher auch schon viele Projekte gehabt. Ja. Vieles können wir davon auch nicht mehr abspielen. Richtig. Ist jetzt aber der Grund, weil es vielleicht nicht immer politisch sehr ganz korrekt war oder auch, weil es peinlich ist. Auch peinlich. Also eigentlich mehr peinlich als politisch unkorrekt.
Aber jetzt kommen wir wieder auf diesen bewahrte Kindlichkeit. Ich weiß ja ungefähr, was auf dieser Kassette drauf ist, wo wir 14, 15 waren. Und ich finde es immer noch teilweise witzig. Aber jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Wenn du jetzt 100 richtig gute Fans hast, ja, da wäre mir das nicht peinlich, das zu zeigen. Okay, die Kassette schon. Aber so andere Sachen, die wir gemacht haben, wäre ja mir nicht peinlich. Wenn es aber 100 Fremde wären, würde ich mich so schämen, wirklich. Stell dir einen ganzen Keller vor mit den Bauarbeitern. 100 Stück. Und die hören jetzt irgendwie, ja, hier hört ihr mich mit 14. Da können wir jetzt noch schnell, ich würde sagen, denn es ist der Abschluss, nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Eine lustige Geschichte von Ollis Geburtstag erzählen. Oh ja, okay. Wir waren nämlich mal bei Olli eingeladen zum Geburtstag. Mhm. Und der Olli hatte die ganz tolle Idee, unsere Fernsehsendung, Thomas, Olli und ich hatten ja mal eine Fernsehsendung, abzuspielen zu seinem Geburtstag. Und dazu muss man sagen, dass Mutter. Ich finde das immer so großzügig von dir formuliert. Wir hatten eine Fernsehsendung. Sie lief auf dem offenen Kanal Berlin. Und ich glaube, sie hatte ungefähr 2 aktive Zuschauer. Aber es war eine Fernsehsendung. Ja, ihr findet es übrigens auch bei YouTube. Wir könnten es jetzt hier in den Shownotes verlinken. Man muss dazu sagen, dass sie schon mehr Zuschauer hatte. Wir hatten nämlich auch ein Forum. Ja, stimmt. Wir hatten ja früher auch ein Forum von unserer Homepage, wo wir das dann auch mal alles veröffentlicht haben. Und du, ist ja auch egal. Ist ja auch. Aber weil du sagst nur 2 aktive Hörer, es stimmt so nicht, weil ganz viele geschrieben haben, Zuschauer auch nicht besser. Weil es stimmt nicht, weil mehrere geschrieben haben, sie fanden die erste Sendung besser. Und wir hatten auch eine Schulklasse, was du nicht vergessen darfst. Ja, ich gut fand. Ich will immer nicht so diese alten Kamellen hier so aufhören. Ja, aber ich finde, du machst das immer zu schlecht. Es geht aber halt darum, dass Olli da meinte, hey Leute, Olli war schon ziemlich betrunken und dann sagt er zu seinen Geburtstagsgästen, komm, wir machen mal die erste Folge an von unserer Fernsehsendung. Und was Bam mir gerade sagen wollte, bevor ich ihn unterbrochen habe, und Olli macht das an und Bam und ich sitzen ungefähr mit 7, 8 anderen Leuten und Olli geht raus und streitet sich irgendwie in der Küche mit seinem Bruder und seiner Mutter. Keine Ahnung, die haben da eine sehr aufgeregte Unterhaltung geführt. Ja. Und Bam und ich sitzen da auf dem Stuhl und wussten nicht, was wir machen sollen. Und diese Sendung hat uns wirklich einen sehr speziellen Humor. Ja, und dann haben wir uns so umgeguckt und dann saßen da wirklich Leute, die wir nicht kannten. Wildfremde, wirklich. Ab und zu hat man, also sagen wir mal, es ging glaube ich 30 Minuten. Wir haben die komplette Folge gesehen. Genau. Ab und zu hat mal einer gesagt, hey Olli. Ja, genau. So. Also nur so, Olli, wie siehst du denn da aus? So, bei uns nichts. So ab und zu habe ich mal so einen Mundwinkel vielleicht ganz leicht nach oben zucken sehen. Und das Schlimme ist, dass eigentlich in 90% der 10 entweder Thomas oder ich vorkommen. Das heißt also, wir haben uns die ganze Zeit gesehen auf dem Bildschirm und keiner lacht. Ja. Es wurde dann noch schlimmer. So nach 15 Minuten haben 2 Frauen ihr Handy rausgeholt und SMS geschickt. Nach 15 Minuten, da bist du jetzt schon vorher, oder was? Ja, nach 5 oder so. So, und man hat richtig gesehen, dass sie sich gegenseitig geschrieben haben. Ja, die haben sich zusammen geschrieben. Scheiße, das ist. Genau, Mann, das ist scheiße. So, und die Einzigen, die im Raum gelacht haben, waren wir, aber nicht über die Sendung, sondern über die Situation, weil es so unangenehm war. Thomas und ich haben angefangen zu lachen, weil es so scheiße war. Wirklich, ich dachte so, ich muss hier raus, was ist das hier? So, und dafür hassen wir Olli noch wirklich, heute. Das ist wirklich mit das Peinlichste, was ich erlebt habe. Wirklich, das muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt schon, das war schon sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, haben wir nicht sogar noch so als Witz am Ende gesagt, so, na, noch eine Folge. Und ich glaube, die sind alle aufgestanden gegangen. Warum, aber ganz ehrlich, warum sind die Idioten überhaupt sitzen geblieben, haben sich das angeguckt? Das habe ich auch nicht verstanden. Also einer ist, glaube ich, gegangen, 1 oder 2. Aber warum haben wir uns das überhaupt bis zum Ende angeguckt? Und das Schlimme ist, Thomas und ich, also wir kannten ja diese Folge sehr gut und wir wussten immer, was als nächstes kommt. Und man kann sich nicht vorstellen, wie man sich da gefühlt hat. Und man dachte so, oh nein, bitte nicht jetzt die Szene noch. Bitte geht doch nach Hause. Aber wir hatten doch, pass auf, wir können es ja jetzt hier sagen, und das machen wir wirklich. Du sagst ja zu mir, du hast das schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Wir werden die erste Folge nochmal online stellen. Aber ich glaube, mit einem Audiokommentar. Das wird es ein bisschen erklären. Es gibt aber ein Problem. Ich habe doch eine Zusammenfassung gesehen, aber nie die komplette erste Folge und die komplette zweite Folge. Die erste Folge liegt nebenan. Ich habe sie letztens erst wieder gefunden. Und das können wir euch, das versprechen wir jetzt einfach mal, dass wir sagen, wir werden irgendwann eine unserer Jugendsünden veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal.
Und wir können es ja einmal so veröffentlichen und einmal mit Audiokommentar. Was hältst du davon? Das wäre nicht gut, denn wir haben wirklich viel, wir können viel darüber erzählen. Es war... Genau. Das, ich glaube, wenn man das so sieht, denkt man so, das haben wir in 5 Minuten gedreht. Es war wirklich aber ein Herzensprojekt und was das für eine Aktion war. Jeden Sonntag um 6, 7 aufstehen, sich getroffen, irgendwo hingefahren, gedreht. Wir hatten ja damals uns so einen Raum quasi über Bekannte von dir gemietet, weil wir wussten, wenn wir uns bei irgendeinem von uns treffen, wird das nichts, weil wir dann immer vom Computer hängen geblieben sind oder vom Fernseher. Und dadurch waren wir halt wirklich produktiv. Also man kann ja dann, wenn es soweit ist, mal ein bisschen so über die Hintergründe erzählen, was damals los war, warum wir es dann abgebrochen haben und so eine Sachen. Aber ich würde jetzt gar nicht die Hörer jetzt hier so weiter damit langweilen. Das nicht, aber ja, wir machen daraus ein Special. Ich glaube, dass sie das gerne sehen wollen. Genau. Ich glaube, 1 oder 2 finden es auch ganz witzig. Genau. Wir beide wieder. Genau, wir beide. So, pass auf, Benjamin. Ich würde sagen, es ist schon spät, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Es gibt noch eine Sache, die wir jetzt klären müssen. Und zwar an meinem Geburtstag. Wollten wir irgendwie alle was spielen. Ich hatte keine Idee und ich war auch, wie gesagt, ja ein bisschen genervt und angespannt. Und wir spielen ja hier schon seit Folge 1 unser Trivial Pursuit. Jetzt will ich nicht den Satz von dir hören, ja Thomas, du kannst alle Fragen auswendig, du weißt ja alles, du bist der Beste. Wer sich unser Quiz-Special Schätzraten angehört hat, der weiß, so toll bin ich auch nicht. Also... und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Star-Allüren. Wenn ich damit ein Problem hätte, hätte ich gesagt, Damien, das kannst du nicht hochladen. Ich komme hoch wie der, rüber wie der letzte Idiot. Ich wette, unsere Hörer haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Aber nach diesem ausführlichen My Little Pony-Statement, denken sie, jetzt ist das ein Idiot. Ist mir aber scheißegal. Und wir haben dann aber an meinem Geburtstag irgendwie Trivial Pursuit nochmal gespielt, die 90er-Edition. Und das war dann aber irgendwie... ziemliche Katastrophe. Ich finde, du verpackst es ganz schön gut. Du hast dieses scheiß Spiel rausgeholt und hast gesagt, so, wir spielen jetzt alle gegen Benjamin. Das war wieder witzig. Ach, das war witzig. Weil Benjamin ja immer wieder im Podcast betont, dass wie scheiße er in diesem Trivial Pursuit 90er Edition ist. Und auch viele Podcast-Hörer da waren, habe ich gedacht, alle gegen Benjamin. Und die stimmen auch noch alle zu. Ja. Das wäre nämlich dann gut gewesen. Nein, wir spielen gegen Teams und dann hat es nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann gehe ich nach Hause. Ja, verstehe ich aber nicht, dass du dich so albern hast. Du bist nämlich die Diva von uns beiden. Mann, ich mache doch nur Spaß. Widerlich wäre das gewesen, 13 Leute oder 60 darf man ja nicht sagen. Stell mir eine Frage und ich kann es nicht beantworten. Schönste Geburtstagsgeschenk wäre es gewesen. Schönste Geburtstagsgeschenk. Wirklich. So. Aber ich muss dazu sagen, so wie es dann gelaufen ist, hat mir das komplett den Spaß an diesem Spiel genommen. Deswegen spielen wir heute zum letzten Mal Trivial Pursuit. Und wir werden uns aber irgendwas anderes ausdenken für die nächsten Sendungen. Dann machen wir mal ein anderes Quiz. Schätzraten. Nee, Schätzraten, das werden wir auch nicht mehr spielen. Da kommt vielleicht noch mal irgendwann was, kann ich euch aber nicht versprechen. Wir machen nächstes Mal, spielen wir mal ein anderes Quiz. Schätzraten. Wir können ja vielleicht mal eine aktuelle Trivial Pursuit Runde spielen. Da würde ich mir sogar ein aktuelles Spiel für kaufen. Ich habe ein aktuelles zu Hause. Dann bringst du endlich mal mit. Es geht ja nicht. Du willst ja diese 90er-Scheiße spielen. Ich habe gerade gesagt, das ist das letzte Mal heute. Wir können gerne ein aktuelles Spiel spielen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich wäre ja für Schätzraten. Ich nicht. So. Also, es steht, glaube ich, nach meiner Erinnerung 9-2. Was? So. Kann ja gar nicht mehr aufholen. Ja, wir können jetzt von mir aus machen, dass... 6-fache Punktzahl. Nee, ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal, wenn du alle 3 Fragen richtig beantwortest... Okay, das oder Jean? Nee, kannst nicht rechnen, dann würdest... Selbst wenn ich keine wüsste und du alle, würdest dann 9-8 stehen. Was? Wenn ich 2 Punkte habe und 3 weiß, dann habe ich auf einmal 8. Ja, wenn du pro richtige Frage 2 Punkte kriegst... Ach, 2. Mal 3 sind für mich 6, plus 2 sind 8. Okay, kann ich ja trotzdem nicht gewinnen. Ja, eben. Deswegen sage ich ja. Toll. Also entweder machen wir jetzt alles oder nichts. Dann kannst du auch sagen, ich krieg pro Frage 2,3 Punkte. Ja, wir dann habe ich 8,9 ganz Punkte. Ehrlich, wir können doch machen, du kriegst jetzt pro richtige Antwort 1000 Punkte. Ja, du weißt, wie die Chance ist. Wir machen das so. Pro richtige Antwort kriege ich 2,3 Punkte. Das heißt, wenn ich 3 richtige Antworten habe, habe ich 8,9 Punkte. Und du 9. 8,9. Und was bringt dir das denn? Nichts, so kann ich sagen, du warst schon 0,1 Punkt besser. Oder wir machen jetzt einfach alles oder nichts. Wer das hier heute gewinnt, der hat das Spiel ganz gewonnen. Nein, das können wir nicht machen. Gut. Dafür bist du zu... Dann lass es uns einfach zu Grabe tragen, würdig. Ich möchte noch davor sagen, derjenige, der jetzt gewinnt, kriegt auf YouTube
also ist denn da zu sehen, eine Siegerehrung. Noch ein Video. Ja, ein Video. Wir kriegen noch ein Video. YouTube wird jetzt nämlich mehr eingebunden. Super. Mal sehen. Nee, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir das machen. Wirklich. Schön mit Krone. Oh ja. So. Aber die Frage ist, wo findet die Siegerehrung statt? Nicht in der Wohnung. Aber jetzt stell dir mal vor, du gewinnst es heute und du hast gerade gesagt, der Sieger kriegt eine Krone. Dann können wir eine vom Burger King nehmen, weil vom Burger King ist so die Abkürzung BK. Benjamin Kasper. Das würde doch passen, oder? Das Problem ist, dass ich nur 8,9 Punkte habe. Ja, deswegen, aber du nimmst ja mein Angebot alles oder nichts, nichts an. Ich kann nicht mehr sprechen. Kann ich nicht machen. Dafür warst du die letzten Runden zu gut. Okay, also egal, wie das jetzt hier heute ausgeht, ich kriege eine Siegerehrung. Ja. Auf YouTube. Ja. Da freue ich mich drauf. Da steigt auch gleich meine Laune. Aber dann muss ich mal überlegen, was wir für einen peinlichen... Nee. Oder wir machen, du kriegst pro richtige Antwort 3 Punkte. Je länger wir drüber sprechen, desto mehr langweilt es die Zuhörer. Ich muss doch dir den Sieg geben. Du warst wirklich sehr gut. Danke. Können wir das jetzt endlich zu Ende bringen? Ja, bitte. Ja, also ganz ehrlich, jetzt gehe ich wieder von einer neutralen Hörweise aus. Ich würde abschalten. Okay, also. Ich fange an. Ja. My Little Pony wurde... Nein. Welcher 18-jährige US-Student brachte mit seinem Online-Dienst Napster die Musikindustriebosse, ich kann doch nicht mehr lesen, ins Schwitzen? Scheiße. Wie hieß der? Ich weiß, dass er in diesem Social Network-Film von Justin Timberlake dargestellt wird. Sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, wie der Fuzzi heißt. Tja, der hast du wohl verloren. Ja. Ja, dann löse es auf. Sean Fanning. Fennig? Fanning. Kenn ich nicht. Ich dachte, das die Timberlake hat die geschehen. Hast du dir das ausgedacht oder was? Nein. Im Facebook-Film ist er der Napster-Typ und der arbeitet ja dann mit, wie heißt der denn hier, Mark Zuckerberg zusammen. Dann kannst du ja nicht sagen, dass du ihn nicht kennst. Ich wusste den Namen von der realen Person nicht. Ich weiß, dass er von Justin Timberlake dargestellt wird. Wo ist jetzt dein scheiß Problem? Nächste Frage. So, ein Stück Scheiße. So. Mit welcher Dauerfreundin feierte Prinz Charles auf seinem Landsitz Highgrove seinen 50. Geburtstag? Oh Gott, wie heißt die? Ich habe ihren Namen vergessen. Camilla. Das reicht mir nicht. Ich brauche den vollen Namen. Vergiss es. Ja, dann kann ich dir den Punkt nicht geben. Camilla ist richtig, aber wie heißt sie richtig? Also, ich habe dir alle 9 Punkte auf diesem Weg geschenkt. Ich würde jetzt einen halben geben. Wie einen halben? Ja, weil du hast, Camilla ist ja richtig, aber der Rest fehlt mir noch. Hier steht der volle Name. Und wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du genauso streng sein. Du würdest mir den nicht durchgehen lassen. Also viele Hörer wissen, wie nett ich zu dir war. Mhm. Dann gebe ich dir einen halben Punkt. Ich will, nee. Du gewinnst eh dieses Dreckspiel und gibst mir jetzt nur einen halben Punkt? Ich weiß, wie diese Regeln hier sind und ich halte mich nur an Regeln, die wir beide gut finden müssen. Ich höre mir jede Folge an und dann wirst du sehen, dass ich dir schon einen Punkt gegeben habe, obwohl du nur einen Vorder-, einen Nachnamen wusstest. Ich kann ja nicht mehr verlieren, dann kriegst du halt einen Punkt. Na siehst du, geht doch. Mit Camilla Parker Bowles. Hätte ich nicht gewusst. Ja, aber freue ich, jetzt steht's 9-3. Du hast noch nie, hör auf mich zu berühren. Du hättest ist auch dir schon mal aufgefallen, wie widerlich du immer wirst, wenn wir dieses Spiel spielen? Dass da wirklich dein wahrer Charakter vorkommt. Und wie widerlich du beim Schätzraten warst. Okay, wie widerlich bist du da beim Schätzraten, wenn du am Verlieren bist? Es ist doch wohl legitim, wenn ich sage, da fehlt die Hälfte der Antwort. Und hier steht die richtige Antwort drauf. Da kann ich doch nicht sagen, ja, ist richtig. Ich habe früher immer die aktuelle gelesen und da stand immer nur Camilla. Es interessiert mich nicht. Mach weiter. Und, oh, mein Magen knurrt. Ich glaube, es ist Magengeschwür. Wer trat als CDU-Parteivorsitzender die Nachfolge von Helmut Kohl an? 3, 2. Warte mal ganz kurz. 1. War das schon Angela Merkel? Ich sag Angela Merkel. Mir. Müntefering. Nein, ich weiß, Müntefering ist SPD. Weißt du übrigens, dass ich den Namen Müntefering voll witzig finde und ich weiß nicht wieso? Egal, wer war es denn? Schäuble. Schäuble, ich wusste, es war Schäuble. Scheiße. Wenn du es wusstest, wieso hast du es nicht gesagt? Hör auf mit so einem Quatsch. Nimm dich in Sicherheit zu wiegen. Wollen wir das jetzt so machen, egal was du sagst, aber wenn ein Buchstabe richtig ist, kriegst du einen Punkt, oder was? Also, nur weil ich Camilla... Jetzt so. Möchte ich erstmal wissen, was ZS für ein
Zeus, nee, was ist das für eine Kategorie? Keine Ahnung. Will ich wissen, sonst kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist Society. Könnte sein. Welcher Hamburger Modedesigner schuf einen Puma-Turnschuh? Geile Frage schon wieder. Auf den es bis zu 3 Monate Wartezeit gab. Nochmal. Welcher Hamburger Modedesigner, ich glaube, ich weiß es, schuf einen Puma-Turnschuh, auf den es bis zu 3 Monate Wartezeit gab? Weil so viele Hamburger Modedesigner gibt es ja nicht. Hugo Boss. Ich habe nicht geguckt, ich sag Wolfgang Job. Oh, Jill Sander. Gut. Gut, würde ich sagen, ist ein Punkt. Ich möchte jetzt meine MS-Frage, bitte. Gut. MS steht übrigens für Motorschiff. Gut. Welche Pop... Lies es vor. Welche Pop-Hymne beginnt Robbie Williams mit den Worten "We've got stars directing our fate"? Millennium. Ich will den ganzen Satz. Von dem Lied? Nee, also... Was? Die Antwort ist nicht nur Millennium. Ach so. Ach, das reicht nicht. Camilla reicht. Aber wenn Millennium in der Antwort steckt, das reicht wieder nicht, ne? Ja. Hauptsache, du kommst gut weg, oder? Mit deinen Scheißregeln. Ja? Da steht noch mehr. Ja, er singt Millennium. Ja. Du musst den Satz richtig... Alter, welche deine Scheiß-Camilla. Welche Pop-Hymne beginnt Robbie Williams mit den Worten "We've got stars directing our fate"? Ja, ich weiß das ganze Lied nicht. Du musst einen Satz sagen. Sag mal, du provozierst es aber auch, oder? Nein. Alter. Ich kann dir nur einen halben Punkt geben. Und zwar seinen Hit Millennium. Du bist so ein Fotzen. Was? Ja? Was sind denn das für Ausdrücke hier? Ja. Also, es steht 10 zu 3. Sag mal, es ist so ekelhaft von dir, wirklich. Ja, weil ich weiß, dass ich dich damit aus dem Konzept bringe. Ja, wirklich, mit so einem Worten. So. Letzte Frage für immer. Letzte Frage für immer. Gut. Welche spanische Radrennlegende gab 1997 seinen Rücktritt vom aktiven Radrennen bekannt? Kann ich aussprechen. Okay, wenn du das weißt, dann hast du das ganze Spiel gewonnen. Iglesias Armstrong. Oh, schade, das ist Miguel Indurriarian. Aber fast dran. Ich kann es nicht lesen. Hier okay, und so. Siehst du, und das meine ich, ich werfe hier zum Schluss, also... Seinen Hit Millennium. Nee, Moment. Ich werfe hier zum Schluss so ein Mega-Gag raus. Mhm. Welcher war denn der Gag? Weiß ich nicht. Ich fand meinen ganz witzig. Nee. Hier, der spanische Radfahrer Iglesias Armstrong. Das ist doch ein super Gag. Und du hast nicht mal geschmunzelt. So. Normalerweise würden wir jetzt uns an dieser Stelle die Hausaufgaben für die nächste Sendung stellen. Wir haben aber festgestellt, es sind Sommerferien. Und in Sommerferien gibt es keine Hausaufgaben. Tut uns leid. Und pass mal auf, nach der Aktion gerade hast du es echt nicht verdient, aber ich habe ein Geschenk für dich. Was? Ja, das hat zwar eigentlich mit Zentrale zu tun, aber es ist egal. Ich hab ein Geschenk. Warum kriege ich ein Geschenk? Du kriegst jetzt ein Geschenk von mir. Und du hast es eingepackt? Ja, das habe ich eingepackt. Ich habe sowas mal gelernt in meiner Ausbildung, wie man Geschenke verpackt. Ist es eventuell so, dass du dieses Geschenk bekommen hast und es nicht ausgepackt hast und mir einfach gibst? Nein, weil du die Person hast. Ein Geschenk auf dich zugeschnitten. Einfach so. Weil ich so ein netter Mensch bin. Aber ich bin ja hier das Arschloch hier. Oh, Millennium, da fehlt aber noch sein Hit. Oh, leider 50 Minuspunkte. Und ich verpack dir noch was. Du hast es wirklich eingepackt für mich. Das war ich. Guck mal, da siehst du es. Das ist sogar das Geschenkpapier. Tatsächlich. Wie teuer war das Geschenkpapier? Nee. Nein, aber wirklich jetzt. Das ist wirklich für mich. Ja, das ist für dich. Es hat aber mit Zentrale zu tun. Ja, ist ja gut. Du hast letzte Mal schon eine CD geschenkt bekommen. Ja, das ist unglaublich. Ja. Weil du einfach willst, dass ich diesen Zentrale-Podcast... So, ich muss noch schnell ein Foto machen, weil mir es wurde gesagt, wir sollen mehr mit Social Media... Wir sollen mehr hier Instagram. Ja, mit Social Media, Instagram. Warte mal, ich muss gut aussehen. So, warte mal.
Wollen wir noch was Lustiges machen, dass wir so? Nein, bitte nicht. Doch, guck mal, wie lustig. Ganz, wir hatten das Thema kindliches Scheiß bewahren. Aber wie das ist mir zu kindisch. Aber wie lustig ist es, wenn die Hörer jetzt... Du musst schon sagen, dass du gerade Müll auf dem Kopf hast. Die Hörer, ich habe ja vorhin während des Podcasts hier, wo es um Ponys ging, so einen Keks gegessen und diese Packung lege ich jetzt auf den Kopf. Ja, das ist lustig. Warte. Oh Gott, das ist scheiße. Ja gut, reicht. So, ich muss gucken, wie das aussieht. Sonst darfst du es nicht hochladen. Dann gehst du mir auf den Sack. Ja, es tut mir leid, ich bin nun mal ein Star. Muss gucken, ob ich gut aussehe. Mit noch so einem demütigen Blick nach unten. Na, ich bin ganz bescheiden und ich bin voll der Süße. Nee, das ist so hässlich. Ja, mach das weg. Musst nee, die du Brille. Das Problem ist, dass die Brille immer, guck mal, das glaubt ich immer keiner, gesehen. Das ist Brillenglas. Nee, du musst mir noch einfach, das Papier. Ich bin 37 Jahre alt. Ja, ich will das Papier auf dem Kopf haben. Nein. Bitte. Du kannst ja das Papier... Nein, das... Ich will das Papier auf dem Kopf haben. Alter, ich raste gleich aus. Was meinst du, wie lustig das die Leute finden, wenn man so ein Papier auf dem Kopf hat? Wird bescheuert, wirklich. Das ist auch total lustig, das Schokoriegelpapier. Ja, viel besser ohne Brille. Oh, ist runtergefallen. Schneidest du das bitte alles? Oh Gott, warte. Pack die Scheiße jetzt aus. Nein. Reicht hast es. Hast du ein Foto gemacht? Ja, habe ich. War total lustig. Ne? So. Mein Handy macht gleich mal 20 Bilder, wenn ich einmal drücke. Das jetzt auch. Eigentlich musst du noch das Geschenk, das muss man ja, das kommt danach, halten. Das Foto. Was ist das, der Gaukler oder was? Das ist ja wirklich der Gaukler. Das ist das Gauklerbuch. Das ist ja wirklich der Gaukler. Das ist der Gaukler. Ja, dein Lieblingsfall. Ja, du musst schon. Ja, da freut er sich. Okay, nochmal für alle, die unseren Podcast Die Zentrale nicht hören. Wir haben dort die Folge, Hörspielfolge Nummer 198, Die Legende der Gaukler besprochen. Und Bermin schwärmt bis heute von der Folge. Ich fand sie richtig, richtig Mist. Er fand auch eigentlich die Auflösung kacke, aber er schwärmt immer wieder davon, allein schon vom Cover mit der Maske, wie unheimlich diese Maske ist. Und, jetzt sieht dachte da unheimlicher aus wie als auf dem Hörspielcover, oder? Ja, ist besser verarbeitet hier so mit dem Dreck hier so, weißt du? Ja. So auf der Plane. Und ich dachte, damit Bermin sich mal einen Eindruck machen kann, wie sich so ein Drei-Fragezeichen-Buch liest, kriegt er gleich seine Lieblingsfolge von mir geschenkt. Ich habe wirklich den Gaukler geschenkt. So. Aber du musst dazu dann eine kleine Rezension abhalten, wie du das Buch fandest. Kann ich machen. Und ja? Ich werde es auch heute schon anfangen zu lesen. Ja. Von mir aus kannst du das auch gerne als klitzekleine Sonderfolge für Zentrale aufnehmen. So 10 Minuten, wie du das Buch fandest und den Schreibstil. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Oder? Ja. Sondercontent. Finde ich gut. Wenn das Sondercontent ja? Ist immer gut. Genau. Einfach mal, wie sich so ein Drei-Fahrzeichen-Buch liest, oder wie du den, da du dich ja eh nicht mehr an das Hörspiel erinnerst, hast du bestimmt auch vergessen, wie es ausgeht. Wie findest du das, wenn wir ein Foto machen? Mit dem Geschenkpapier. Das ist lustig. Ja, das ist wieder lustig. Das ist auch lustig, oder? Sag mal, schreiben dir wirklich Leute irgendwie, ich finde euch total sympathisch, Jungs? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So. Ich würde sagen, es ist vorbei. Also, ganz ehrlich, jetzt ist mir alles peinlich. Ganz ehrlich. Also, jetzt ist alles unangenehm. Was hier heute abgegangen ist, er hat heute richtig gute Laune. Die ist jetzt weg. So, Trivial Pursuit ist vorbei. Haben wir noch Themen? Ja, Ersatzverkehr. Ersatzverkehr, genau, richtig, weil Baby kommt nicht mehr nach Hause. Ja, so jetzt kriege ich wieder gute Laune. Ja. So. Gut, alles klar. Hast du Wurst da? Ich habe sogar noch ein Würstchen. Weil jeder, der die Folge Zentrale gehört hat, mit Olli und mir, damit ich ja gelobt, dass du immer Wurst da hast. Ein ganz tolles Lob. Haben wir gewonnen. Gott, oh Gott. Gut. Ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns jetzt. Es hat mittelmäßig Spaß gemacht. Mittelmäßig Spaß gemacht. Ich fand, wir waren schon mal lustiger. Ja. Aber vielleicht schneidet Benjamin ja jetzt nochmal das Lied hinten dran. Ich schick's dir auch als E-Mail. Okay. Ja. Und irgendwann so 2021 gibt's das Video dazu. Aber wir laden dann mal die Heinz 2-3 Folge hoch. So hieß nämlich unsere Fernsehsendung. Heid 2-3, was für ein lustiges Wortspiel. Ja, und es gibt auch noch eine schöne Siegerehrung auf YouTube. Mein Gott, alles für den Podcast. Ja. Und tätowieren lassen wir uns auch bald. Wir lassen es tätowieren und lassen die Einnahmen dafür, die spenden wir an Ärzte gegen Rechts, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott.
Okay, alles klar. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nanu, wo bin ich denn hier? Wieso ist es hier so dunkel? Oh, eine Bühne. Das sind ja Streicher. Boah, sind das viele. Aber was soll das alles? Also, wieso steht da ein Mikrofon auf dem... Oh, Schlagzeug. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber warum bin ich hier? Und warum lächeln die mich alle so an? Ich weiß nicht, was das soll. Und was soll dieses Mikrofon auf der Bühne? Oh, da kommt einer. Im schwarzen Anzug. Wie kommt der mir bekannt vor? Hä? Thomas. Ja? Thomas. Ja, so heiße ich. Alle. Ja? Liebe. Was? Dich. Na gut, das ist jetzt nichts Neues. Das wusste ich eigentlich schon. Oh, da sind wieder die Streicher. Die finde ich am besten. Die bewegen sich immer so lustig dabei. Die beugen so den Arm vor, als würden sie irgendwie Fleisch mit dem Messer schneiden. Ja, wieder das tolle Schlagzeug. Aber so ganz habe ich den Sinn immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ob ich mal probiere, die Tür dort zu öffnen? Abgeschlossen, scheiße. Oh. Thomas. Ja? Thomas. Ja, so heiße ich immer noch. Alle. Lieben. Dich. Na gut, das hast du jetzt schon mal gesagt. Also irgendwie langweilt mich das gerade schon ein bisschen. Ja, oh, es steigert sich. Ja, es werden immer mehr auf der Bühne. Oh, was ist das? Das ist ja wie in so einem Actionfilm. Wie so eine geile Verfolgungsjagd. Das ist gut. Also die Leute, die Musik machen, die sind richtig gut. Aber der komische Idiot da auf der Bühne, der immer mich anspricht, der ist ein bisschen unheimlich. Komme gerade vor wie in so einem Quentin Tarantino-Film. Oder eher so, nee, so Harrison Ford auf der Flucht. Kennt ihr den noch? Mit wem rede ich eigentlich? Ich bin doch alleine hier. Oh, Posaune. Habt ihr schon mal gemerkt, dass so in den letzten Jahren in so einem Kinotrailer so inflationäre Hörner eingesetzt werden? Das geht mir eigentlich total auf die Nerven. Aber ich glaube, der Trend ist jetzt vorbei. Aber das hier, das Orchester? Ob das die Berliner Philharmoniker sind? Aber mich nervt ein bisschen, dass die Tür nicht aufgeht, als ob ich hier nicht raus darf. Ja, okay, langsam hat es mich gelangweilt. Thomas. Ja, ich heiße so, das weiß ich. Thomas. Hast du schon mal erzählt? Alle lieben dich. Ja, weiß ich doch. Das hast du schon mal gesagt. Außerdem ist das nichts Neues. So. Also, ich finde, dass das hier sich ein bisschen so wiederholt. Thomas. Und ich langweile mich auch ein bisschen. Ja, was ist denn? Thomas. Alle lieben dich. Ja, ja, hast du schon mal gesagt. Lieben. Ach komm. Aber der Chor gefällt mir im Hintergrund. Also die ganzen Mädels auf der Bühne sind schon ganz süß. Und schick. Vielleicht hat der eine danach Zeit, wenn der Quatsch hier mal vorbei ist. So, oh, es wird ruhiger. Die Bühne wird dunkel. Sehr gut. Also ganz ehrlich, der Sänger da auf der Bühne, der hätte sich auch ruhig mal waschen können.